Welle Ost. Jetzt. Bei Klein gegen Groß. Uiuiuiui. Dramatische Duelle. Faszinierende Fähigkeiten. Sehr gut. Einzigartige Herausforderer. Amsterdam Airport Schiphol. Ihr erster gemeinsamer Auftritt in einer Unterhaltungsshow. Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. Um Gottes Willen. Christoph Maria Herbst. Berate ich mich gerade mit dir? Ja. Max Giesinger. Ciao, ich bin raus. Tobias Moretti. Moment. Außerdem Diana Amft. Gott, das machst du aber jetzt wirklich spannend. Heino Ferch. Ich wusste, hier ist ein Haken an der Sendung. Und Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber. Wir werden jetzt viel Spaß haben. Klein gegen Groß. Die Show der unglaublichen Duelle. Und hier ist Kai Pflaume. Guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen, guten Abend. Alle Zuschauer im Ersten, in UF1 oder von wo Sie auch sonst und über welchen Kanal Sie auch sonst zuschauen. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ein gutes Jahr 2023. Und wir steigen in dieses neue Jahr gleich mit einer wirklich großen Show ein. Wir haben so viel bereit für heute Abend, so viele tolle Duelle. Und schauen Sie, wer heute alles mit dabei ist. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist dabei im Duell mit Carlotta. Zum ersten Mal gemeinsam in einer deutschen Fernsehshow. Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger im Duell mit Kathi und Daniel. Max Giesinger duelliert sich mit Theo. Tobias Moretti trifft auf Lauritz. Ludwig Trepte im Flughafenduell mit Konrad. Mary Lou Caselli im Duell mit Lada. Christoph Maria Herbst im Schauspieler-Augenduell mit Antonia. Andreas Kieling im Tierspuren-Duell mit Camillo. Heino Ferch balanciert gemeinsam mit Finja. Und los geht es heute Abend mit unserem ersten Duell. Und da treffen Diana Amft und Marie aufeinander. Das alles gibt es heute Abend bei uns. Unsere prominenten Gäste auf dem Sofa werden auch heute wieder auf den Ausgang der Duelle tippen. Und wer die meisten richtigen Tipps abgibt, der bekommt am Ende 30.000 Euro für den guten Zweck. Und los geht es mit Duell Nummer 1, Marie und Diana Amft, das Kinderbuchduell. Marie, 9 Jahre gegen Diana Amft. Pfiffige Bücherfreundin aus Trier gegen preisgekrönte Schauspielerin und erfolgreiche Kinderbuchautorin. Marie ist ein echter Bücherprofi. Ich liebe es einfach zu lesen und freue mich auf einen anderen Bücherwurm. Auch Diana Amft ist voll im Thema. Die Abenteuer der kleinen Spinne Widerlich machten sie zur erfolgreichen Kinderbuchautorin. Kinderbücher gegen mich wird's eher ein Krimi. Das Duell. Berühmte Kinderbücher an einem einzelnen Dialog erkennen. Wer schafft das öfter? Hey Diana, heute drehe ich dir eine lange Nase. Das Kinderbuchduell. Hallo Marie, herzlich willkommen. Hallo. Du kommst aus Trier? Ja. Mhm. Und du liest für dein Leben gerne. Wie viele Bücher liest du so in der Woche? Manchmal ist es so, ich fange 2 an, dann lese ich 1 zu Ende und dann was ich angefangen habe, lese ich dann auch zu Ende. Sehr gut. Also du liest sogar 2 Bücher parallel. Das ist natürlich, ja. Das ist die ganz hohe Kunst. Ne? Du kannst, glaube ich, auch schon ganz schön lange lesen. Ne? Also du kannst schon deutlich früher lesen, als andere das so können. Ne? Ja, glaube ich schon. Ja, ne? Hat die Mama zumindest gesagt. Sag mal, wenn du jetzt nicht gerade Bücher liest, was ja wirklich toll ist, ne? Weil Lesen wirklich toll ist, was machst du dann noch so? Ich gehe 2-mal die Woche ins Handballtraining und ich spiele Klavier
Gehst total gerne in die Schule? Mehr oder weniger. Ja, okay, verstehe. Gut. Und draußen sein. Das ist ja auch schön. Diana, wie war das für dich jetzt so in der Vorbereitung hier? Ja, ich lese nicht täglich zwei Bücher gleichzeitig, aber ich habe im Zuge der Vorbereitung gemerkt, ich weiß nicht, eine gute und eine schlechte Nachricht, fragt sich bloß für wen. Also die gute für, ja, die schlechte für dich, ich kenne fast jedes Stück. Die richtig gute Nachricht für dich, ich komme nicht immer drauf, um ehrlich zu sein. Okay. Aber ja, ich muss schon sagen, ich habe ziemlichen bisschen Respekt. Also für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, vielen ist das ja bekannt, ne? Diana Amft ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche Kinderbuchautorin. Ja, Die kleine Spinne widerlich. Ne? Gibt es jetzt in wie vielen Bänden schon? 9 Originalbänden und auch so Nebenprodukte, noch so kleine Geschichten als Pappe. Gibt's so. Auch, ne? Dann wollen wir mal ins erste Duell einsteigen, das Kinderbuch-Duell. Für euch heißt es gleich zum ersten Mal setzen, also tippen, was glaubt ihr, wer gewinnt. Und wir gehen rüber in die Duellwelt. Kommt mit. So, ihr drückt die Daumen. Jana da. Marie, das Kinderbuchduell. Marie, 9 Jahre behauptet, ich erkenne Kinderbücher nur anhand eines sehr kurzen Dialogs und bin darin besser als Schauspielerin und Autorin Diana Amft. Marie und Diana bekommen nacheinander jeweils einen Dialog aus einem Kinderbuchklassiker live im Studio vorgetragen. Anhand des Dialogs müssen sowohl die Gesprächspartner im Dialog als auch der Kinderbuchtitel und der Autor genannt werden. Jeder bekommt 4 Aufgaben. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. Also, ihr wisst Bescheid, ne? Wir wollen wissen, wer spricht da miteinander in dem Dialog? Wie heißt das Buch? Wer ist der Autor? So, und jetzt schauen wir gleich mal, wie ihr setzt. Also, wir warten noch, bis Heino gesetzt hat. Dann geht Heino ganz schnell schon mal umziehen, weil den sehen wir gleich im zweiten Duell und da wird es sportlich. Hast du gesetzt, Heino? Ja. Ja. Darf ich gehen? Ja. Ziehst dich schnell um, bis gleich wieder zurück. Ne? Und ich möchte euch beiden, aber auch natürlich Ihnen zu Hause jetzt die beiden vorlesen, die live die Dialoge hier im Studio vortragen. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier sind unsere Vorleserinnen und unser Vorleser. Und es sind... Hallo, Nilam Farag und Sky Dumont. Kommt zu mir. Marie, Diana, komm her. Hallo, herzlich willkommen. Ihr kennt euch ja sicher. Sky, schön, dass du da bist. Ihr könnt schon mal da hochgehen. Habt ihr schon mal Kinderbuchklassiker von Berufswegen irgendwo vorgetragen? Ich habe schon mal ein Kinderbuch eingelesen, tatsächlich, ja. Als Hörbuch? Als Hörbuch, genau. Ja, genau. Du hast ja wahrscheinlich schon viele Kinderbücher vorgelesen. Ich habe eins geschrieben, das ist aber nur sehr klein und wenig gewesen. Nicht so schlecht. Ja. Ja. Jetzt sind wir sehr gespannt auf das, was jetzt die beiden hier gleich zu lösen haben. Na, ihr werdet die Dialoge vortragen und von euch wollen wir dann abwechselnd wissen, um was geht es da. Marie, bist du bereit? Ja. Diana auch? Natürlich. Alles klar, dann, ihr wisst, ich starte wie immer die Duelle mit Klein gegen Groß. Auf, los geht's, los! Kann dein blöder großer Bruder nicht mal auf den Zwerg aufpassen? Nee, der hat heute Tennis. Ach, letztes Mal hat er Karate. Das sind die wilden Hühner von Cornelia Funke. Und da sprechen zusammen die Sprotte und Frieda. Das ist richtig. Jawohl. Sehr gut, Marie. Marie, ab jetzt kannst du lachen. Erster Punkt für dich. Und jetzt kommt die erste Aufgabe für Diana Amft. Aber wirst du denn nirgendwo erwartet? Nein. Ich meine, musst du denn nicht irgendwann nach Hause? Ich bin hier zu Hause. Das ist Momo. Und es sprechen Momo und der Mann von Michael Ende. Und auch das... Stimmt, richtig. Applaus
Perfekter Einstieg für beide. 1:1. Zweite Aufgabe für Marie. Aber du bist ja viel kleiner als ich. Na und? Ich bin eben als Kind gestorben. Das ist der kleine Vampir von Angela Sommer-Bodenburg. Und da sprechen der kleine Vampir und Anton. Ja, das sind ganz schön viele Informationen, die man da liefern muss. Und die müssen auch noch alle richtig sein. Und das waren sie. Stimmt. Mal gut, zweiter Punkt. Und zweite Aufgabe für Diana. Woher hast du die? Gehsteig. Frau Darling meint, er könnte ein Rigatoni sein. Die Soße ist jedenfalls Gorgonzola. Ach, lag die da nur so oder lag sie in irgendwas drin? Okay, das ist Rico, Oscar und die Tieferschatten von Andrea Steinhöfel. Und es sprechen Rico Doretti und der Herr Fitzke. So, wenn du so sagst, bist du dir nicht ganz sicher? Natürlich, also der Herr Fitzke natürlich und der Rico ja. Doretti. Und das andere war auch alles richtig. Ach, guck. Jawohl! 2:2. Dritte Aufgabe, Marie. Welchen Weg? Ja, es gibt hundert und tausend Wege. In unserem Traumland, dort ist alles ganz anders. Viel schöner und so groß. Das ist Oh, wie schön ist Panama von Horst Eckert alias Janosch. Und es sprechen die Krähe und der Bär. Die Krähe und der Bär, Horst Eckert alias Janosch, weiß doch jeder. Stimmt, wow. Jawohl, richtig, Marie. Beide bisher fehlerfrei. Weiter geht's mit Diana. Soweit, so gut. 10 Kilometer und kein einziges Monster. Es bringt Unglück, so zu reden, Algenhirn. Sag mal, warum hast du mich eigentlich so? Das ist Percy Jackson von Rick Riordan. Und es sind, sprechen Perseus, Percy Jackson und Annabeth. Der Titel ist Percy Jackson. Duell im Olymp. Ganz knapp. Duett. Es ist Marie, wie heißt der Titel? Diebe im Olymp. Ach, herrlich, ich wusste es. Es ist Diebe im Olymp, nicht Duell im Olymp. Ja, dann. Ja. Würde ich mal behaupten, dass die Marie das besser kann. Und da Marie und ich so sind, muss ich da sehr genau sein. Ne? Natürlich. Ja. Also leider in dem Fall kein Punkt. 3:2 für Marie. Aber noch ist ja alles drin. Marie, vierte Aufgabe. Wann das war? Unser letztes Mal? Na, das habe ich doch gerade gesagt. In der Erdmännchenfestung. Ich habe nicht gefragt, wo. Ich habe gefragt, wann. Ja. Wo und wann ist in diesem Fall genau dasselbe. Das ist der kleine König Kalle Wirsch von Tilde Michels. Und sprechen Kalle Wirsch und Du bist ja eine richtige Drama-Queen, Marie. Die Figuren sind? Kleine König Kalle Wirsch und Marie? Muss wirklich passen? Kalle Wirsch und sag, Jenny? Und Jenny wäre es gewesen. Ah! Und damit kein Punkt für Marie. Es steht Oh Gott, das machst du aber jetzt wirklich spannend. Ja. Ja. Steht 3:2 für Marie und wenn Diana die nächste Frage, die nächste Aufgabe richtig löst, gehen wir ins Stechen. Letzte Aufgabe für Diana. Du bist wohl der neue Lehrbursche, was? Ja, Sir. Wie alt bist du denn? 10 Jahre, Sir. Mhm.
Das ist Oliver Twist, Charles Dickens. Es sprechen Oliver Twist und Mr. Noah Claypole. Das stimmt. Jawohl. Und damit 3-3. Und wir gehen schon mit dem ersten Duell direkt ins Stechen. Noch mal ganz kurz sei gesagt, sobald einer von beiden den Arm hebt, ne, stoppt ihr mit dem Lesen. Bereit? Beide Hände auf das Pult. Hier kommt die alles entscheidende Aufgabe zum Stechen. Eigentlich ist es furchtbar lustig, nein? Also das haben wir auch ohne Zeitlupe gesehen, da war Marie ein kleines bisschen schneller. Marie, die Antwort ist? Das doppelte Lottchen von Erich Kästner und das sprechen Luise und Lotte. Und das ist richtig! Jawohl! Kommt nach vorne, herzlichen Glückwunsch, Marie, gewonnen. Jana, kommt dazu. Vielen Dank. Danke. Auch an Nilam Farah und Sky Dumont, die das so toll vorgetragen haben. Da habt ihr beiden es ja richtig spannend gemacht, Marie. Aber im Stechen hast du das Duell dann für dich entschieden. Und das heißt, es gibt für alle Punkte, die auch auf Marie getippt haben. Und das waren... Alle? Alle. Nein. Für jeden einen Punkt. Lass uns rübergehen. Marie, wir kommen zu deinem Geschenk. Und erstmal gibt es noch Glückwünsche. Kommt euch mit. Eieiei. Alle haben natürlich mitgelernt und dazu beigetragen, dass das hier alles so super funktioniert hat. Marie, komm her, jetzt gucken wir auf dein Geschenk. Ne? Auch wenn alle mitgeholfen haben, das Geschenk ist erstmal nur für dich. Schau mal. Liebe Marie, für dich gibt es für dein neues Kinderzimmer, das du dir jetzt nicht mehr mit deiner Schwester teilen musst, ganz neue Möbel für dein Jugendzimmer. Mit neuem neuen Ausziehbett und noch viel mehr ist da alles dabei. Toll? Ja. Sehr gut. Dann freuen wir uns, weil ich weiß, dass du dich darüber freust. Das nimmst du einfach in die Hand. Ne? Wir sagen danke natürlich an dich, Marie. Wir rufen aber natürlich auch euch da zu Hause auf. Wenn ihr auch irgendwas Besonderes könnt, irgendein tolles Talent habt, dann bewerbt euch bei uns. Entweder hier über klein-gegen-groß@das-erste.de oder auch aus Österreich, klein-gegen-groß@orf.at oder aus der Schweiz kann man sich natürlich auch bewerben. Denn die Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz sind ja auch bald wieder mit dabei. Und euch sagen, ah, du hast auch noch was. Ja, ich habe auch noch eine Kleinigkeit für dich, auch wenn du vielleicht schon ein bisschen zu groß bist dafür. Aber vielleicht kennst du ja jemanden, der ein bisschen Angst hat vor Spinnen. Habe ich dir mein Buch auch mal mitgebracht. Ja. Lässt dir nachher noch unterschreiben, dann hat es einen besonderen Wert. Ne? Danke, Diana, danke, Nilam, danke, Sky. Schön, dass ihr mit dabei wart. Herzlichen Dank an euch. Grüße nach Trier. Und bei uns wird es jetzt akrobatisch mit Finja und Heino Ferch. Gleich Teamwork oder Trauma? Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger müssen abliefern. Außerdem Christoph Maria Herbst traut seinen Augen nicht. Darf ich den Mund mal sehen? Achso. Verliert der Schauspieler in seinem Duell etwa den Durchblick? Und jetzt Finja gegen Heino Ferch. Hessische Sportskanone gegen sportlichen Starschauspieler. Heino, Sport spielen, das reicht hier heute nicht. Das Duell. Eine Balancierrolle, zwei Schienen und 3 Meter Höhe. Wer schafft die Strecke schneller? Deine Lieblingsrolle wird das hier nicht. Das Balancierduell. So, und hier ist sie, herzlich willkommen, Finja aus Hofheim. Hallo, Finja. Hallo. Hallo. Hi. So, hallo. Heino, Finja. Finja, hallo. Nimm Platz, Finja. Wie bist du so zur Akrobatik gekommen? Weil eigentlich machst du einen anderen Sport, ne? Ja, eigentlich. Also ich mache Leistungsschwimmen und ich spiele Handball. Mhm.
Und ja, ich balanciere aber halt schon immer gerne. Okay, auf was balancierst du dann so alles? Auf zum Beispiel von einer Freundin auf einer Slackline, sowas mache ich gerne. Ah, okay. Aber heute haben wir uns hier was ganz Besonderes vorgenommen. Ne? Denn ihr beide, bevor wir gleich weiter reden, ne, werdet euch hier auf diesem Konstrukt, ne, 3 Meter hoch, 10 Meter lang, seht da oben, da verläuft die Schiene. Und da geht's mit der Rolle. Und ihr steht auf der Rolle und balanciert dann über die Schiene rüber. Wer da schneller rüberkommt. Ich glaube, das wird ziemlich spannend. Jetzt wissen wir ja alle, Heino, dass du durchaus ein sehr guter Schauspieler bist. Aber was befähigt dich, hier gegen Finja anzutreten? Mir ist zugetragen worden, hier und da nennt man dich auch den Zirkusjungen. Ja, ich bin immer schon ein glühender Zirkusfan. Ich durfte bei Stars in der Manege ein paar Mal auftreten, was mit die tollsten Tage in meinem Leben waren. Ich bin in meiner Jugend Kunstturner gewesen. Also es gibt da gewisse langjährige Grundausbildung. Aber das ist ja nun auch schon 12 Jahre her, oder? Aber es gibt da, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, es gibt dann sehr geheimes Archivmaterial, ich glaube aus den 80ern. Ne? Aber es sind deutliche Veränderungen auf jeden Fall zu sehen. Es ne? ist nicht Pierre Littbarski, es ist Heino Ferch. Ne? Wow. Oh. Wow. Oh. War gut. War gut. Wahnsinn. Was könntest du davon heute noch? Ja, mit ein bisschen Übung schon noch ein bisschen was. Aber muss mir schon 2 Wochen Zeit geben. Mhm. Aber du hast auch richtig als Titel gewonnen und so als Kunstturner? Ja, ich war in der Bundesliga 2-3 Jahre und habe Boden, Pferdsprung und Barren in der Mannschaft mitgeturnt, ja. Okay. Jetzt wollen wir aber mal noch schauen, ne? Weil ich habe gesagt, Heino ist ja nicht nur akrobatisch und turnerisch sehr, sehr talentiert, sondern war ja auch schon mit vielen Dingen im Fernsehen, im Kino und so weiter sehr, sehr erfolgreich. Er ist seit Jahrzehnten einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Der Bambi geht an Heino Ferch. Heino Ferch. Seine Filme sind Klassiker. Niemand beherrscht das deutsche Film-ABC wie er. Von A wie Adlon. Sie werden aus diesem Hotel eine Legende machen. Sagen Sie das bitte meinem Vater. Genau davon hat er geträumt. Über B wie Bader-Meinhof-Komplex zu C wie Comedian-Harmonist. Du müsstest zum jüdischen Glauben übertreten. Die Rolle des jüdischen Sängers ist 1997 der Durchbruch des Charakterschauspielers. Die Verfilmung historischer Großereignisse ohne Heino Ferch undenkbar. In der preisgekrönten Serie Der Palast. Wir haben das Schicksal dieser Firma in deine Hände gelegt. Genau wie in Kudamm 63. Du bist immer noch meine Frau. Und an dieser Galerie steht mein Name. Oder auch im Drama Der Tunnel. Mit seinen Rollen prägt er bis heute über 150 Filme, wird mit dem Bambi und der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Heino Ferch, geboren in Bremerhaven, Sohn eines Kapitäns, ehemaliger Kunstturner. Das erklärt die Leidenschaft des 59-Jährigen für sportliche Herausforderungen. Ob in der Manege, beim Polo oder Plänken bei Klein gegen Groß. Also Chapeau. Er überzeugt in jeder Rolle. Der große Heino Ferch. Würde die Schauspielerei auch reizen, Finja? Ja. Na, mal gucken, was so alles kommt. Ne? Heino, bist du dir dessen so bewusst, was du alles schon gemacht hast? Oder erlebt man das immer noch mal? Also 150 hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir haben extra noch mal durchgezählt. Wirklich? Ja, ah, ja, scheiße. Ja. So, wie sieht dein Sportprogramm heute aus? Wie hast du dich jetzt hier speziell vorbereitet? Naja, ich habe jeden Tag mehrfach auf der Rolle gestanden. Und dann gibt es das Übliche, was du auch hier, du joggst, glaube ich, jeden Tag. Auch ne? nicht jeden Tag, aber jeden zweiten. Ich mache auch so ein bisschen Laufen und ein bisschen für alles, was man so... Rumpf ist Trumpf, sagt der Trainer immer. Rumpf ist Trumpf, das habe ich auch noch nie gehört. Und dann wollen sie, dass du 100 davon auch einer machst. Kennst du das? Hast du das schon gehört? Was dann? Vielleicht beim Kartenspielen, aber. Rumpf ist Trumpf. Balancetraining, macht ihr das im Tennis auch? Machen wir tatsächlich auch. Also, es ist gutes Körpertraining. Also, ich schaue es mir jetzt gerne mal an. Ich glaube, für euch beide, Anna, ist auch toll, dass ihr euch heute hier bei uns trefft. Ne? Ihr seid gut befreundet seit vielen Jahren, habt ja auch einige Matches gegeneinander gespielt.
Ja, wir kennen uns schon so lange, eigentlich seit wir Teenager sind. Und es ist wirklich toll, jetzt hier zusammen zu sitzen. Also ihr werdet das genau beobachten. Christoph, wir haben vorher genau gesprochen und deswegen machst du das, was du machst und Heino macht das, was er macht. Und du machst das, was du am besten kannst. Und ich mach das, was ich am besten kann. Genau. Genau so ist die Arbeitsverteilung hier. Wollen wir rübergehen? Ja. Wir kommen zum Balancier-Rollenduell. Bitte schön. Das Balancier-Duell. Finja 13 behauptet, ich balanciere auf einer Rolle in 3 Metern Höhe auf nur 6 cm schmalen Balken schneller als Schauspieler Heino Ferch. Finja und Heino müssen so schnell wie möglich auf einer Rolle laufend eine 10 Meter lange Strecke bewältigen. Jeder hat 3 Durchgänge. Wer die Strecke schneller zurücklegt, gewinnt das Duell. Also da oben sehen wir die Rolle, ne? Die ist natürlich ein bisschen breiter als die, mit der Finja reingekommen ist. Die ist genauso breit, dass sie eben auf den Schienen links und rechts auflegen kann. Ihr müsst tippen, was glaubt ihr? Was traut ihr Finja zu? Wer glaubt an Heino? Wo liegen die Vor-, wo liegen die Nachteile? Finja, du gehst auf Anfang. So, Schuhe und Socken aus. Wenn du oben bist, Finja, wirst du in die Sicherung eingehängt. Heino wird sich das anschauen. Abgucken kann man sich da nichts. Wenn du soweit bereit bist, Finja, dann gib mir ein Zeichen, weil ich muss ja das Duell noch offiziell starten. Passt? Ja. Sehr gut. Dann sage ich jetzt, klein gegen groß, auf los geht's, los! Finja hat sich sicherlich vorgenommen, erstmal einen Durchgang sicher ins Ziel zu bringen. Man kann die Rolle so ein ganz kleines bisschen nachjustieren, wenn man merkt, dass sie sich zu sehr in eine Richtung bewegt. Hälfte der Strecke ist erreicht, ich überquert. Jetzt geht's ins letzte Drittel. Sieht gut aus, Finja, sieht gut aus. Sehr gut! Heino, dann kannst du schon mal hochgehen. Oh, schicke Brille. Ja, man muss positiv denken mit diesen Farben, weißt du. Finja, das waren 32,4 Sekunden im ersten Durchgang. Ja. Das ist die erste Rolle, die Heino Ferch mit Füßen tritt. Heino hat sich für Füßlinge entschieden, für Schläppchen. Und auch für dich, auf los geht's, los. Nicht, dass Sie irgendwie denken, er wird am Rücken gehalten, das ist wirklich nur die Sicherung. Hier geht es sicherlich erstmal. Wow! Ja, so schnell kann es passieren. So. Woran lag's? Was war passiert? Ich habe einmal korrigieren müssen, da bei 4 Meter und. Da habe ich ein bisschen zu viel. Mhm. Und dann habe ich beim zweiten Mal nicht wieder zurückgekriegt. Ja, das ist natürlich, wenn man korrigiert, ne, dann kommt man natürlich im Zweifel aus der Balance. Der schafft nicht die 10 Meter auf der gleichen Spur. Man muss ein bisschen. Aber es geht ja am Ende darum, wer am schnellsten einmal darüber gekommen ist. Genau. Bereit? Ja. Dann auf geht's. Zweiter Versuch für Finja. Ah, derselbe, ist genau die gleiche Stelle. Genau die gleiche Stelle. Ah. Zu viel riskiert. Ja. War genau der, das war die identische. Ja. Ich hab
probiert zu korrigieren und dann ist es weggerutscht. Bist du runtergerutscht, ne? Aber du hast ja schon einen Versuch erfolgreich ins Ziel gebracht. So, Rolle liegt bereit. Heino ist bereit. Wenn er durch die Lichtschranke durchrollt, startet die Zeit. Per se sowieso schon mal schwer, auf diese Rolle zu laufen. Aber sie dann auch noch auf den Schienen zu halten. Aber bisher sehr gut unterwegs hier. Ich denke, auch Heinos Ehrgeiz ist es hier, einfach erstmal rüberzukommen. Sieht gut aus, Heino, bisher. Man darf natürlich, wenn man einmal stehen bleibt, ist so hart. Sehr gut ausbalanciert. Der Zirkusjunge. Sehr gut. Respekt, geschafft. 3 Minuten 40. 1,08. Also müsste noch ein Tick schneller werden im letzten. Aber. Was hatte sie? 32? 32,4. Das ist die beste Zeit. Vielleicht im letzten Versuch einmal in einem Rutsch einfach durch. Ach so. Kannst du auch. Es geht. Ja. Ach so. Ja. Man kommt natürlich irgendwann an den Punkt, wo man sich da Gedanken drüber macht, dass die eigenen Kinder das ja auch verfolgen, was man so im Fernsehen treibt. Ne? Und deshalb muss man irgendwie gut sein. Ne? Ja. Jetzt werden die in der Schule gehänselt. Guck mal, dein Papa, hast du gesehen, Samstagabend? Der war voll von der Rolle. Du Scheiße. Ja. Das mit Rollen sollte er doch drauf haben, oder? So, jetzt aber Konzentration. Finjas dritter Versuch. Sehr gut, sehr flüssig. Korrigieren ist so schwierig. Und Finja, die letzten 2 Meter vielleicht noch. Bring's ins Ziel, Finja. Ja, die wird's auf der Kante sein. Aber da kann man erst mal sehen, was für ein Top-Versuch Finja da im ersten Durchgang rausgehauen hat. Und Heino, du hast noch eine Chance. War ein bisschen über eine Minute, aber immer noch schneller als Heino und seinem zweiten Durchgang. Ja, danke, Kai. Heino, ich weiß, wie du funktionierst. Ich wusste, hier ist ein Haken an der Sendung. Sei froh, dass da ein Haken dran ist. Ja. Und Heino Fähig geht auf die Schiene. Dritter und letzter entscheidender Versuch für Heino.
rein, ist ja gut unterwegs. Da liegt der Schwerpunkt doch ein bisschen höher durch die unterschiedlichen. Ah, er war so gut unterwegs. Aber saubere Leistung. Heino, wir können uns nur verneigen. Großen Respekt. Ja. Und du hast auf jeden Fall noch mal dafür gesorgt, dass Finn ja ein bisschen gezittert hat. Ne? Am Anfang war er so flott unterwegs, da wusste man noch nicht, ja, wie es ausgeht. Die ersten 7 Meter gingen gut gerade. Ja, danach einmal zu viel korrigiert. Wir haben ein Ergebnis und wir haben eine Siegerin im Balancierduell. 32,4 Sekunden, die beste und schnellste Zeit von Finn. Herzlichen Glückwunsch. Damit gibt es für alle, die auf Finja gesetzt haben, einen Punkt in unserem Tippspiel. Heino hat auf sich gesetzt, alle anderen. Nein, Anna und Basti haben auch auf Heino getippt. Anna. Oh. Ja, ja. You were right. Thank you very much. Also hast gesehen, ne? Basti hat sofort gesagt, die Anna war's. Ja. Ne? Also, herzlichen Glückwunsch, Finja. Und wir haben ein Geschenk für dich, liebe Finja. Da schauen wir jetzt drauf, was es für dich gibt. Hier ist dein Geschenk. Liebe Finja, auf dich wartet richtiges Blitzlichtgewitter. Wir schenken dir nämlich ein professionelles Fotoshooting. Und wenn dann deine Bilder im Kasten sind, dann bekommst du auch noch einen Workshop und Insider-Tipps von der Fotografin. Das alles ist inklusive. Vielen Dank. Ich glaube, sowas wolltest du unbedingt mal machen. Sehr gerne, ja. Oder? Ja. Ja? Schick uns mal ein Foto von denen, die dabei rauskommen. Viel Spaß dabei. Danke. Gerne, gerne. Dieses spannende Duell und natürlich auch alles, was sonst so in den vergangenen Jahren hier bei Klein gegen Groß passiert ist, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf TikTok sind wir auch. Da gibt es Klein gegen Groß auch zu finden. Also, wir starten jetzt ins dritte Duell. Vielen Dank an euch und Applaus nochmal für Finja. Danke, Patricia, danke, Frank. Und natürlich auch Respekt nochmal an Heino Pferch. Konrad gegen Ludwig Trepte. Kleiner Hannoveraner mit großer Liebe für Flugzeuge gegen Schauspieler mit der Lizenz zum Fliegen. Der 34-Jährige liebt es, die Welt von oben zu sehen. Fliegen für Trepte die absolute Freiheit. Über ein Jahr lang paukt der Schauspieler fleißig Theorie, nimmt Flugstunden mit Erfolg. Ludwig Trepte, ein echter Überflieger. Das Duell. Die Start- und Landebahnen der Welt. Wer erkennt mehr von ihnen nur anhand einzelner Striche? Nicht, dass du bei diesem Duell auf die schiefe Bahn gerätst. Das Start- und Landebahn-Duell. Konrad ist wirklich begeistert von Flugzeugen, von allem, was mit Fliegen zu tun hat. Jetzt aktuell sind es natürlich noch die Modellflugzeuge, aber sein großer Berufswunsch, der steht natürlich schon fest. Konrad möchte irgendwann mal Pilot werden, versteht sich. Mit dem ganzen Wissen, was er hat, ja, da sehe ich keine Zweifel. I see trees of green. Konrad ist hochkonzentriert, denn Konrad hat wirklich Großes vor. Hier muss jede Linie stimmen. Auf diesem Feld werden Helden geboren. Und dieses Feld ist Konrads persönliche Landebahn, denn ich will Pilot werden. Die nötige Coolness hat der 8-Jährige auf jeden Fall schon. Und auch an Begeisterung mangelt es nicht. Es ist einfach eine Sensation, wenn man Pilot ist. Das macht total Spaß. Du kannst was machen. Du kannst in andere Länder. Es ist nie langweilig. Man kann das kurz zusammenfassen. Konrad ist entweder an oder aus. Ja.
Auch am Boden ist Konrad nur schwer vom Thema Fliegen und vor allem von seinen Modellflugzeugen zu trennen. Für ihn ist früh klar, er fliegt auf alles, was abhebt. Oh, er erzählt die Geschichte mit dem Hubschrauber oder mit den drei Pommes. Ja, also steckt eine drei Pommes auf der Gabel, so über Kreuz. Und er guckt sich das an und sofort. Doppeldecker. So, und dann wird das ganze Programm geflogen, Rückenflug, Looping, Rolle und dann bis das endlich im Mund war. Also er sieht in jedem Ding irgendwas, was fliegen kann. Auch mit seinen Eltern, beide begeisterte Segelflieger, geht Konrad, wann immer es geht, in die Luft. Im Kinderzimmer macht er die ersten eigenen Flugversuche. Mit drei geht's dann das erste Mal mit dem Modellflugzeug raus aufs Feld. Inzwischen übt der Drittklässler bis zu 4 Stunden täglich. Und wie wohnt so ein Fluggenie? Willkommen in meinem Reich! Okay, wow. Konrad ist wirklich ein ganz ausgezeichneter Modellpilot. Außerdem ist er stolzer Besitzer von über 60 kleinen und großen Flugzeugen. Und obwohl der Grundschüler erst einmal mit einem richtigen Passagierflugzeug geflogen ist, kennt der Hannoveraner schon jetzt über 100 internationale Start- und Landebahnen. Verrückt. Ja, das ist hier mein Flughafenordner. Das ist Detroit Metropolitan International Airport, wenn ich das von hier richtig sehe, hatte 6 Bahnen. Das ist Istanbul, Newark, Liberty International Airport. Und auch das internationale Piloten-ABC für Konrad ein Kinderspiel. Ja, das ist das Pilotenalphabet. Kilo, Oscar, November, Romeo, Alpha, Delta. Das war mein Name im Pilotenalphabet. Und mit ihnen geht der kleine Hobbyflieger besonders gerne an Bord. Papa Jörg, er führt gemeinsam mit Mama Monika ein eigenes Hotel. Schwester Hanna besucht die 7. Klasse eines Gymnasiums. Und Janosch ist genauso alt wie Konrad, 8 Jahre, Familie Lange aus Hannover. Am liebsten übt Konrad das Fliegen mit Trainer Ralf. Er coacht den Nachwuchspiloten schon seit 4 Jahren und ist immer wieder überrascht. Ja, schön, Konrad. Du fliegst mittlerweile besser als dein Trainer, du. Sein Wissen über die Luftfahrt ist absolut grandios. Der weiß viel mehr über Flugzeuge und über Aerodynamik als manch Erwachsener bei uns aus dem Verein. Dann heißt es für Konrad also jetzt, ready for takeoff. Das Duell kann beginnen. Und hier ist er, Konrad aus Hannover und sein Gegner Ludwig Trepte. Und da ist er. Hallo, hallo. Konrad, komm rum. Willkommen, Ludwig. Herzlich willkommen. Hallo. Hast ja ein bisschen Sperrgepäck mitgebracht hier, ne? Ja, leichtes. Ja, das ging schon, das ging schon. So, Konrad, du bist bestens vorbereitet. Ja. Wie oft bist du denn eigentlich schon mit einem großen Flugzeug unterwegs gewesen? Wie oft bist du schon geflogen? Also mit einem großen Passagierflugzeug bis jetzt einmal. Erst einmal? Ja, aber ich bin auch schon mal mit Opa im Segler mitgeflogen, mein Papa im Segler, auch schon mal mit einer Remo, einer Piper auch. Mal mit einem Passagierflugzeug tatsächlich nur einmal. Okay, von wo nach wo bist du mit dem großen mit dem Passagierflugzeug geflogen? Von Aeroport Paris Charles de Gaulle auf Berlin-Brandenburg Airport. Aha, so redet man in der Szene, ne? Das sagt man nicht einfach von Paris nach Berlin, ne? Richtig, und da gibt es ja auch noch eigentlich Eye-Kennel-Codes, aber die sparen wir dann uns weiter. Die sparen wir uns, ne? So, du hast eine Pilotenlizenz. Genau. Ne? Genau. Wie lange hast du die schon? Die habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Und fliege hin und wieder mal durch die Gegend. Wie groß sind die Flugzeuge, die du fliegen darfst? Bis 2000 Kilo Abfluggewicht, also ein Propeller, Maschinen. Wie lange dauert das, bis man so einen Pilotenschein dann hat? Also bei mir hat es relativ lange gedauert, weil ich eine Menge Landung üben musste. Also da wollte ich relativ sicher gehen, deswegen hat sich das ein bisschen gezogen. Was mich wirklich interessiert, weil das stelle ich mir am allerspannendsten vor, es wird ja vielleicht irgendwann auf dich auch zukommen, irgendwann kommt doch der Tag, wo man dann mal alleine, das erste Mal alleine fliegt. Ja. Also wo kein Fluglehrer mehr dabei ist, der dann sagt, jetzt das, das und das. Mhm. Wo du es alles selber entscheiden musst. Richtig.
Ja? Absolut. Und das ist wundervoll. Also das ist richtig gut. Der erste Soloflug ist, glaube ich, der Flug, den der Pilot irgendwie nie vergessen wird. Hast du einen Lieblingsflughafen, Konrad, weltweit? Ja. Seattle Tacoma International mit dem CTAC und Le Bourgeois, oder wie das heißt. Mhm. Und warum findest du den besonders cool? Seattle Tacoma, weil da ja auch das Boeing-Werk steht und weil es keine Minute gibt, wo kein Flugzeug in der Luft ist. Also geht wirklich ratzfatz, ne? Einer nach dem anderen. Ne? Wollen wir rübergehen? Unbedingt. Lass uns rübergehen. Das Start- und Landebahnduell. Konrad, 8 Jahre behauptet, ich kenne mich mit den Flughäfen auf der ganzen Welt besser aus als Schauspieler und Pilot Ludwig Trepte. Konrad und Ludwig bekommen abwechselnd Grafiken von Start- und Landebahnen gezeigt, auf denen nur schwarze Linien auf weißem Grund zu sehen sind. Anhand derer müssen sie den richtigen Flughafen nennen. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer nach 4 Aufgaben die meisten Punkte hat, gewinnt das Duell. Flughäfen, Christoph, hast du eine Begeisterung für Flughäfen? Nee. Hm? Deshalb sitze ich ja hier. Hm? Nein, ich habe ja nicht gefragt, ob du Wissen hast zu dem Thema. Ich bin eigentlich Bahnfahrer. Ja? Ja. Basti war im Fußball auch ganz schön unterwegs. Ja, aber jetzt bin ich auch mehr, ich bin kein Bahnfahrer, ich bin Fahrradfahrer eigentlich mehr. Ja. Aber da kommst du nicht so weit. Das wird dann ein bisschen eng manchmal. Aber Flughafen Rio würdest du doch noch im Schlaf erkennen. Ja, ich glaube, da habe ich geschlafen. Ja, wollte ich gerade sagen, da hast du, glaube ich, vielleicht auch sogar die wenigsten Erinnerungen dran. Also der Rückflug, da hat, glaube ich, keiner eine große Erinnerung daran. Erst als wir dann in Berlin wieder ausgestiegen sind. Er hat ja auch nur schwarze Striche gesehen, aber aus anderen Gründen. Ja. Okay, ihr habt alle getippt. Schauen wir uns mal an, auf wen habt ihr getippt? Christoph Maria Herbst setzt auf dich, Ludwig. Mutig. Okay, dann würde ich sagen, seid ihr bereit? Ja. Dann starten wir jetzt mit Klein gegen Groß. Auf, los geht's. Los! Hier ist die erste Aufgabe für Konrad. Frankfurt Airport. Woran erkennt man das? Ich weiß einfach nur so. Ich weiß nicht, warum man das erkennt. Also ich merke es mir eigentlich immer nur an dem F, weil da ein F drin ist. Stimmt, sieht ein bisschen aus wie ein F jetzt, wo du sagst. Schauen wir mal, ob es stimmt. Ist das Frankfurt Airport? Es ist Frankfurt Airport. Größter deutscher Flughafen auf jeden Fall. Ja. Erste Aufgabe für Ludwig Trepte. Ludwig. O'Hare International Airport. Und in welcher Stadt? Wow. Naja, also wenn du weißt, welcher Flughafen ist, dann weißt du doch auch die Stadt. Ja, warte. Also es war schon mal richtig, ich will aber die Stadt natürlich noch wissen. Ja, hab's nicht offen. Oh ja, warte. Das Land? Amerika. Hm? USA? Ja. Und es ist in? Chicago. Chicago, genau. Richtige Antwort für Ludwig. Eins zu eins. Zweite Aufgabe für Konrad. Sydney Airport. Hast du da? Gibt es da einen, der so ähnlich aussieht, weil du doch länger überlegt hast? Ja, also Melbourne gibt es auch, aber der hat den Strich nicht unten. Und Kopenhagen Airport Kastrup ist in der anderen Richtung. Okay. Also kann es das Sydney Airport sein. Okay, dann gucken wir. Es ist Sydney Airport. Richtige Antwort, Konrad. 2 zu 1. Zweite Aufgabe für Ludwig. Jetzt bin ich etwas verunsichert. Ich hatte vorhin das Thema, ist das L.A. oder Charles de Gaulle? Lass mich überlegen. Also meines Erachtens ist es Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, Paris, sagst du, und es ist ja. Jawohl.
Charles de Gaulle, Aeroport, Paris. 2:2. Konrad, dritte Aufgabe für dich. Hat Felix Jackson Atlanta in deiner Schnappwort? Okay. Da ist richtig viel los an dem Flughafen. Okay. Kein Wunder. Bei den vielen Start- und Landebahnen. Okay. 3:2 für Konrad. Dritte Aufgabe für Ludwig. Das ist Shanghai Pudong. Es sind ja am Ende auch vier Linien, die irgendwie parallel zueinander liegen, aber in andere Richtung. Und es ist Shanghai Pudong. Richtig. 3:3. Bisher ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Konrad, deine letzte Aufgabe. Amsterdam Airport Schiphol. Sieht ein bisschen aus wie ein Mikado, ne? Ja. Ist das dein vierter Punkt, Konrad? Ja. Es ist erst, wenn ich sage, dass es richtig ist. Jetzt! Stimmt! Vielleicht Ludwig noch mal aus. Vierte Aufgabe. Das ist Denver International Airport. Wenn das stimmt, gehen wir ins Stechen und es ist Denver International Airport. Es ist Denver International Airport. 4:4. So, Achtung, Stechen heißt eine Aufgabe für beide, Hände an die Hosennaht. Wer den Arm zuerst oben hat, darf als erster antworten. Ist es richtig, hat man gewonnen. Ist es falsch, darf der andere antworten. Hier ist die alles entscheidende letzte Aufgabe. Wer gewinnt das Flughafenduell? Moment. Das ist genau das, wir haben. Nichts sagen, weil ihr wart so schnell beide. Das müssen wir uns noch einmal in der Zeitlupe angucken. So. Na. Oh. Haben wir es gesehen, ne? Der Arm ist länger. Ja. Aber man gewinnt ja nicht damit, dass man den Arm schneller oben hat. Welcher man gewinnt Flughafen damit, wenn man es weiß. Das ist John F. Kennedy International Airport in New York. Okay, stimmt das, Konrad? Hast du gewonnen? Ja, habe ich. Es ist der John F. Kennedy. Glückwunsch. Ja. Hier, unser Top Gun heute hier in der Sendung. Aber auch super Ludwig. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, klar, hier der Pilotennachwuchs. Das vermittelt ja auch Vertrauen. Ne? Also bei ihm, wenn du wirklich irgendwann mal so weit bist, dann weiß man, der Konrad, der ist vom Fach. So, Punkte für alle, die auf Konrad getippt haben. Und damit haben wir einen neuen Zwischenstand. Angelique Kerber führt momentan mit 3 Punkten in unserem Tippspiel. Lass uns rübergehen. Ganz toll gemacht. Ich bin ganz stolz auf dich. Das ist echt super. Und deine Schwester und dein Papa, die sind. Ja, genau so ist es. Konrad, komm her. Wünsche der Kinder sind sehr verschieden, ne? Sehr unterschiedlich. Du weißt selber, als Vater weißt du das auch. Ne? Sehr unterschiedliche Dinge, mit denen man Kinder eine Freude machen kann. Wir wissen, dass du dich darüber mal richtig freust. Wow. Eine neue Fernbedienung für deine Modellflugzeuge. Das ist was richtig Feines. Aber Konrad, das ist noch nicht alles. Da gibt es noch jemanden, der dir auch noch was dazu sagen will. Guck mal da. Hallo Konrad, echt cool, was du da jetzt gerade geleistet hast. Und noch cooler den neuen Sender, was du gerade gekriegt hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder Tipps brauchst, ich bin gern bei unserem nächsten Treffen bereit, dir ein bisschen weiterzuhelfen. Und wenn du Lust hast, können wir auch gerne einmal gemeinsam fliegen. Also ich freue mich drauf, bleib so cool, wie du bist und bis bald, würde ich sagen.
Gernot Bruttmann. Ja. Viel mehr geht im Modellflugbereich nicht. Das wird eine Menge Spaß, oder? Conrad, das hat mit dir ganz großen Spaß gemacht. Und danke, dass du mit dabei warst. Ludwig? Danke. Ja. Alles Gute. Ne? Glückwunsch. Danke. Guten Flug weiterhin natürlich auch. Und ihr beiden, tolles Duell. Also, so geht's weiter jetzt bei uns. Dankeschön, danke Ludwig, danke an euch. Gleich Volltreffer oder voll ins Aus. Angelique Kerber zurück auf den Platz. Außerdem, das geht auf keine Kuhhaut. Moment, Moment, Moment. Tobias Moretti und das liebe Rindvieh. Und Soundcheck für Max Giesinger. Kenn ich. Wie sicher ist der Chartstürmer beim Thema Deutschpop wirklich? Camillo aus Wien ist super gerne im Wald unterwegs, am liebsten mit seinem Vater, interessiert sich für alles, was die Natur da zu bieten hat, ganz besonders natürlich für die Tiere des Waldes und hat irgendwann natürlich festgestellt, dass man da hier und da auch Spuren findet und dann immer wieder nachgeschaut, was für Tiere denn da im Wald so unterwegs sind. Und deswegen ist er genau der richtige Herausforderer heute im Tierspurenduell gegen Andreas Kieling. Camillo aus Wien hat ein ganz besonderes Talent. Vor 5 Minuten war hier eine Bachforelle. Er kann wilde Tiere aufspüren und das auf ganz außergewöhnliche Art. Das ist ein Dachs. Ich bin begeistert, Camillo. Das war doch nur Quatsch. Du meinst, du hast uns gerade einen Bären aufgebunden? So, so. In Wirklichkeit faszinieren den Pfadfinder Tierspuren. Er erkennt also die Tiere, ohne sie zu sehen. Das Coole ist, man kann sie verfolgen und sieht man das Tier auch. Er sieht die Spur und kann sich darunter was vorstellen. Und das ist ja auch immer ein Raten. Du kannst ja stundenlang überlegen, ist das jetzt das, ist das das? Ich glaube, deswegen liebt er das einfach. Die Kombination aus Rätsel, Fantasie, Papizeit. Camillos Vater ist auf dem Land groß geworden. Und auch den 9-Jährigen zieht es inzwischen oft raus in die Natur. Papi, hier ja. Ist ein Rehspur. Boah, schau dir, wie riesig der ist. Schau mal, wer hat denn da hergeschissen? Ich glaube, der Fuchs. Ja, genau, aber der scheißt immer auf den höchsten Platz, damit es jeder sieht, der da entgegenkommt. Wie schaut denn die Spur vom Fuchs aus? Er hat 5 Zehen und also ist sehr so geometrisch. Hinten geometrisch, genau. Sieht man beim Fuchs die Krallen oder sieht man beim Fuchs die Krallen nicht? Ich glaube ja. Nein. Ah ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Natürlich sieht man die Krallen. Der Wald für Camillo das Beste überhaupt. Ich mag den Geruch von Wald ziemlich gerne. Der Wald riecht eher so feucht, auch bis also so frisch eher. Aber auch in seinem Zimmer, mitten in Wien, gibt es Spannendes zu bestaunen. Also meine Freunde beneiden mich, weil sie auch so eine Luke haben wollen. Vor allem alle die, die sich ihr Zimmer mit dem Bruder teilen, so wie Camillo. Oft streiten wir nicht, aber wir streiten schon manchmal, wenn es aufmachen will. Offen habe ich es lieber, weil dann weiß ich, dass es offen ist und ich kriege keine Überraschung vom Bubo. Unten im Zimmer hat der Drittklässler seinen Schreibtisch. Soweit, so normal. Hier ist mein Schreibtisch, hier male ich. Und das war ein Zeichenbrett. Okay, und was ist das? Das ist eine Medaille, die wir von den Pfadfindern jedes Sommerlager bekommen. Und ich war da der Zeckenmagnet. Aha, und wie wird man Zeckenmagnet? Indem man 4 Zecken bekommt. Wie viele hattest du denn? 10 in 2 Wochen. Wow, ganz schön tapfer. Auch Camillos Duellgegner kennt sich mit der Wildnis aus. Schafft mit seinen Aufnahmen einzigartige Momente. Tierfilmer Andreas Kieling. Kommen Sie mit, es wird ein großes Abenteuer. Seit über 30 Jahren ist der Dokumentarfilmer unterwegs, beobachtet Tiere auf allen Kontinenten, in allen Klimazonen, gewinnt dabei ihr Vertrauen. Und auch zu Hause in Deutschland ist der Thüringer regelmäßig auf Tour.
geht auf Spurensuche und erklärt praxisnah, welcher Hirsch am besten bei den Weibchen ankommt. Es ist eigentlich immer der Hirsch, der das stärkste Imponiergehabe zeigt. Das heißt in erster Linie das Röhren. Je tiefer die Stimme, je attraktiver für die Weibchen. Also ich hätte bei den Weibchen keine große Chance hier. Der Mann, der den Tieren immer auf der Spur ist. Andreas Kieling. Und nicht nur die Spurensuche verbindet die beiden Duellgegner. Denn auch Camillo kümmert sich zusammen mit Papa Paulus um die Natur. Schau, das ist die nächste Sauerei. Weißt du, warum das so gefährlich ist? Zum einen kann man sich verletzen. Und wenn die Sonne da drauf scheint, ja, und die Sonne sich bricht im Glas, dann entzündet sich das und dann kann bei sowas relativ schnell ein Waldbrand entstehen. Camillo, die Natur und ihre Tiere. Check. Ich bin auf der Siegesspur. Und du, Herr Kieling? Und hier ist er. Hier ist Camillo aus Wien. Tip top. Und hier ist Andreas Kieling. Kannst du natürlich auch Hallo sagen. So, wenn der Camillo hier auf dem Löwen reinkommt, dann hätte ich ja schon mindestens erwartet, dass du auf dem Elefanten reinkommst. Das einzige Pferd, auf dem ich geritten bin, das war, hast du gesehen? Ja, so ein Islandpferd. Okay. Ja. Ja, aber du kommst den großen Tieren ja schon ganz schön nahe, ne? In der Regel schon, das ist ja mein Job. Du glaubst gar nicht, wie viele Tiere auch von mir weglaufen und die sehe ich nie wieder. Und dann das hätten nur, viele jetzt als Steilvorlage genommen, aber ich lasse das aus. Aber wir können mal Camillo fragen, weil, was war das größte wilde Tier, das du je in Natur gesehen hast? Ein Grizzlybär. Wo war das? In Amerika, in den Nationalpark. Und hat der dann irgendwie an euch Notiz genommen oder war dem das egal, dass ihr da... Das war egal. Okay, okay. Aber das war sicher toll. Was gibt es denn da bei euch in Wien? Es gibt Rehe. Mhm. Ja. Dann gibt es Hirsche. Ja. Mhm. Hast du auch schon mal welche gesehen? Ja. Okay. Und Feldhamster, das ist eben ganz toll. Im Wiener, auf dem Wiener Friedhof ist eine der größten Feldhamsterpopulationen, also wilde Hamster, ne? Ist der größte Wildhamster der Erde und der lebt bei ihm da um die Ecke. Ich gehe nur davon aus, dass Camillo wahrscheinlich jetzt nicht so viel am Wiener Friedhof unterwegs ist. Ja, aber der Feldhamster. Aber es ist gut zu wissen. So, wann hat das bei dir angefangen? Wie alt warst du, als du so entschieden hast, Naturfilm und Tiere? Naja, nicht Naturfilm, aber ich war ungefähr 2,5, 3 Jahre alt. Da gab es so, ich komme ja aus dem Thüringer Wald, aus der Nähe von Gotha. Und da gab es so frühkindliche Erlebnisse. Also ich habe zum Beispiel immer in so einen Ameisenhaufen reingeguckt, weil da ist ja immer was los. Und dann sagte meine Tante, die sagte, also mit dem kleinen Andi, da stimmt irgendwas nicht. Der glotzt jetzt schon seit einer halben Stunde in den Ameisenhaufen. Ich glaube, der muss mal zum Doktor. Und da fing das so an, dann waren es Reptilien bei mir. Also ich habe mich immer dann für Eidechsen und für Schlangen interessiert. Gab es im Thüringer Wald eine Menge. Später dann die Vögel. Ich habe mir immer ein Fernglas gewünscht. Und wir hatten keins, weil war ja Mangelwirtschaft. Und dann bekam ich von meinem Großvater ein uraltes, man nannte das Binokular. Und das habe ich dann in der Mitte auseinandergeschraubt. Und die eine Hälfte habe ich meinem Kumpel gegeben und die andere Hälfte ich. Und dann haben wir immer so geguckt. Und vorher haben wir uns Verstecke gebaut, wo wir die Vögel ganz nah angefüttert hatten, um zu sehen, welcher Vogel ist das. Okay. Also so fing bei uns alles an. Also du siehst, ne? Man weiß nie, was draus wird, Camillo. Doch, viele Parallelen zu Ihnen. Ja, total. Und vor allen Dingen führt euch das beide gemeinsam jetzt hierher zu uns. Ne, weil wir wollen ja jetzt gemeinsam das Tierspurenduell spielen. Ja, und ich bin sehr gespannt, wer von euch beiden sich da besser auskennt. Ja, seid ihr bereit? Ja. Wir sind bereit. Na komm, wir gehen rüber. Andreas hier. Genau. Für den Anfang. Das Tierspurenduell. Camillo, 9 Jahre behauptet. Ich erkenne alle Säugetiere nur anhand einer einzigen Trittspur und bin darin besser als Tierfilmer Andreas Kieling. Camillo und Andreas bekommen abwechselnd jeweils auf einem Foto den Tritt eines Tieres gezeigt und müssen die Tierart benennen. Wer mehr Tiere richtig erkennt, gewinnt das Duell. Fachbegriff für die Tierspur, ein Tritt. So, wir gucken da. Anna und Basti tippen auf sehr gute Wahl. Andreas Kieling, genauso wie Christoph Maria Herbst.
Angelique Kerber und Heino Ferch sind bei dir, Camillo. Ihr seid bereit? Ja. Dann starten wir das Duell und ich sage klein gegen groß. Auf los geht's, los! Die erste Aufgabe für Camillo. Natürlich, wo sieht man Trittspuren am Boden? Hier kommt die erste Aufgabe. Der Braunbrustigel. Woran erkennst du das sofort? Ist irgendwas Typisches zu sehen? Nein, aber ich weiß es einfach. Du weißt es einfach. Okay, das reicht ja auch. Ne? Der Braunbrustigel, sagst du. Ist das der erste Punkt für Camillo? Der Braunbrustigel ist die Igelart, die auch bei uns am häufigsten vorkommt. Sein Stachelpelz macht ihn unverwechselbar. Zur Welt kommen Igel mit ca. 100 Stacheln. Sind sie ausgewachsen, können es bis zu 8000 sein. Siehst du? So sieht das aus, wenn Zahnstocher Bus fahren, ne? Hast du gesehen? Also, als ich so alt war wie Camillo, hatte ich einen zahmen Igel. Der hieß Max. Und den habe ich immer mit in die Schule genommen. Den hatte ich mal zu klein gefunden. Und ich bekam damals noch, nannte sich Heimatkundeunterricht, bekam ich immer eine Eins. Ich war auch der einzige Junge in der Schule, der Flöhe hatte, weil der Igel ja immer Flöhe hatte. Und irgendwann war er weg und dann kam er wieder und hatte Junge dabei. Und da war klar, dass es kein Max ist, sondern eine Maxim. Maxim, ja. Okay. Aber die Spur, ehrlich gesagt, hätte ich nicht erkannt. Na, dann ist ja gut, dass das die erste Aufgabe für Camillo war. Wir hoffen, dass du deine erste Aufgabe erkennst, weil die kommt hier, Andreas. Uiuiuiui. Also, ich würde mal sagen, das ist ein Wassertier. Also was am Wasser lebt, was man hier sieht, das ist ein relativ langer Fuß. Und da oben die beiden Spitzen, das sind sozusagen nochmal die Nägel, ne, also von den Krallen. Und da kommt jetzt einiges in Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen in Richtung Biber geht, Nutria. So, Andreas, was ist es? Dann ist es ein Biber. Ein Biber? Ja, ja. Es ist ein... Das eurasische Eichhörnchen. In fast ganz Europa sowie in Nordasien zu Hause. Seine Spezialkraft: Klettern und Springen. Nimmt es alle Kraft zusammen, springt es bis zu 5 Metern. Also kein Punkt für Andreas. Das eurasische Eichhörnchen wäre es gewesen. Es steht 1:0 für Camillo. Und die zweite Aufgabe für dich, Camillo. Das ist das Flusspferd. Absolut richtig. Eine ziemlich große Spur. Ja. Und wir begeben uns auf Spurensuche, Camillo. Flusspferde können beeindruckende 3,50 Meter lang und bis zu 4,5 Tonnen schwer werden. Wer sie jedoch als sanfte Dickerchen einschätzt, lebt gefährlich. Flusspferde können bis zu 40 Stundenkilometer schnell laufen und sind sehr angriffslustig. Man denkt immer, die sehen so gemütlich aus, aber die sind richtig flott unterwegs. Ja. Muss man gut aufpassen. Kann ich noch was zu sagen? Immer. Ja. Also ich hab viele schlechte Erfahrungen mit Flusspferden gemacht. Ich bin mal den ganzen Sambesi runtergepaddelt mit einem Kanu. Und das ist, glaube ich, der fünftlängste Fluss in Afrika. Und Flusspferdebullen sind sehr territorial. Und die tauchten dann unter dem Kanu durch und versuchten das zum Teil auch anzuliften, hochzuheben. Aber mich interessiert da noch eins viel mehr. Ne? Also wenn wir mal in die Situation kommen, einem Flusspferd zu begegnen, wie kann man sich schützen? Also was, wenn so ein Flusspferd hinter mir her ist? 40 Stundenkilometer? Ja, das schaffst du ja nicht. Was muss ich tun? Also zickzack. Erstens mal so, Flusspferde gehen nur nachts an Land. Also du wirst die tagsüber nicht an Land sehen. Okay, aber wenn es jetzt hinter mir her ist, also zickzack muss ich laufen und... Ja, und das war's. Also wahrscheinlich die meisten... Nein, hör doch mal. Die meisten... zickzack laufen und dann das war's. Aber zweiter Punkt für Camillo. Es steht momentan noch 2:0 für dich, Camillo. Zweite Aufgabe für Andreas Kieling. Ach nee, wieder so ein Ding da im Matsch. So was Kleines. Ich weiß es schon. Ich weiß es schon. Weißt du, ich müsste die sehen, so wie groß ist die. Ja, dann könnte ich es ja auch. Nee, eben nicht. Nein. Und ich würde mal sagen, es ist... Also in Deutschland habe ich so eine Fährte noch nicht gesehen. Also nicht wissentlich.
Naja, weißt du, es ist ja immer so, also das ist ein perfektes Trittsiegel, das ist feucht, das Tier hat offensichtlich keine Krallen. 14? Es hat aber auch keine, ja, das sehe ich auch, dass es 14 hat. Und es hat einen großen Ballen. Unten. Und das führt uns wohin? Ja. Zu der gelbstichigen Tagschleiereule, die aber nur in Symbiose mit dem unsichtbaren Wanderfuchs lebt. Okay. Und deshalb würde ich sagen, das ist unsichtbarer Wanderfuchs. Der unsichtbare Wanderfuchs. Ja. Okay. Camillo ist skeptisch. Wer ist das? Tasmanische Teufel. Der Tasmanische Teufel, den habe ich sogar schon gesehen, weil der lebt auf Tasmanien. Hier kommt die Lösung. Der Tasmanische Teufel ist ein kleines räuberisches Beuteltier, das ausschließlich auf der Insel Tasmanien vor Australien lebt. Niest er, will er jemanden vertreiben. Ist er aufgeregt, bekommt er rote Ohren. Und sieht er Feinde, fängt er an zu stinken. Ein echter Teufel also. Wird auch Beutelteufel genannt, ne? Ja. Okay, es bleibt beim 2:0 für Camillo. Hier kommt eine dritte Aufgabe. Das ist der Leopard. Okay. Und es ist ein... Hat er recht. Jeder Leopard hat eine eigene individuelle Musterung. Unter den Katzen zählen Leoparden zu den geschicktesten Kletterern, verfügen über ein enormes Sprungvermögen, sind gute Schwimmer und können sich vollkommen lautlos anschleichen. Der perfekte Jäger. Oh, so schöne Tiere, ne? Sehr gut, Camillo. Und jetzt die Ehrenrettung, Andreas, die Ehrenrettung. Deine letzte Aufgabe. Ich möchte nichts hören, es ist nicht im Matsch. Nein, es ist nicht im Matsch. Es ist ein Predator, also es ist ein Beutegreifer. Mhm. Also früher sagte man Raubtier. Mhm. Es ist eine relativ große, längliche Spur. Ja. Stimmt? Ja, sehe ich auch. Und man sieht den Ansatz von Krallen. Es hat aber nicht viel zu sagen. Das heißt, alle Katzen können ja die Krallen einziehen. Ja. Deshalb siehst du immer so die klassische Katzenpfote. Ja. Und wenn es jetzt eine sehr große Fährte ist, dann ist es der zweitgrößte Beutegreifer Afrikas. Und das führt uns zu welcher Antwort? Zu einer Hyäne. Das ist eine Hyäne, sagst du? Eine Hyäne hat eine ähnliche... Nee, das schon mal. Irgendeine spezielle Hyäne? Oh, die Tüpfelhyäne meinetwegen, okay, dann ja. Gucken wir mal, ob das stimmt. Tüpfelhyänen sind Rudeltiere und hauptsächlich nachtaktiv. Ein Rudel oder auch Clan besteht aus bis zu 100 Tieren. Angeführt wird ein Rudel übrigens immer von einem Weibchen. Männchen stehen auf niederen Rangstufen. Die Tüpfelhyäne, richtige Antwort für Andreas Kieling. So, Camillo gewinnt das Tierspuren-Duell. Herzlichen Glückwunsch, Camillo. Und Camillo, große Freude bei dir. Ja. Hast du super toll gemacht. Und Punkte auch für alle, die auf Camillo gesetzt haben. Tut mir leid da hinten, aber Und Angelique Kerber führt weiterhin mit 4 Punkten jetzt. Und wir gehen rüber, Camillo. Willkommen zu deinem Geschenk. Ja, die Pela frei. Hat er super gemacht. Oder? Ja, Camillo, lass uns gucken, was es für dich gibt. Ja, wir haben ein Geschenk für dich. Hier kommt es. Schau mal da, Camillo. Für dich geht's ins Land der bunten Steine. Ja, du wirst ganz viel Spaß haben bei Action und Abenteuern im Freizeitpark mit deiner ganzen Familie. Und ich bin mir sicher, dass du da einen ziemlich großen Fußabdruck hinterlassen wirst. Ja? Da wolltest du hin, oder? Ja. Ja. Und alle können mit. Ja. Ganz schönen Ausflug für euch. Ja. Hat großen Spaß gemacht. Ja. Ja. Und wir rufen natürlich an der Stelle nochmal auf, wenn ihr Lust habt, bei uns dabei zu sein, bewerbt euch. Hier sind die E-Mail-Adressen eingeblendet. Vielleicht sehen wir uns dann ja demnächst schon bei uns hier in der Show. Also, viele Grüße nach Wien, Grüße nach Österreich. Schön, dass ihr dabei seid. Andreas, vielen Dank. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und das nächste Duell steht in den Startlöchern.
gleich packt die Zirkusartistin den Bogen raus. Das ist richtig anstrengend. Mary Lou Caselli muss sich für ihr Duell verbiegen. Außerdem, ob das wohl ins Auge geht? Bisschen höher, bitte. Christoph Maria Herbst macht den Kollegen-Check. Und jetzt ein echtes Hin und Her. Tennis-Queen Angie Kerber schlägt zurück. Es ist Zeit fürs Tennisduell. Carlotta aus Dortmund trifft auf Angelique Kerber. Angelique, du musst dich noch umziehen. Ja? Und wir lernen in der Zeit Carlotta kennen. Sie gehört zu den Besten in ihrer Altersgruppe, hat schon einiges gewonnen, hat viel Erfahrung ob ihre jungen Jahre. Und die wird sie heute auch hier auf den Tennisplatz bringen. Carlotta oder Lotti besser, wie ihre Freundinnen und Freunde sie nennen. Heute ist ein besonderer Tag. Heute wird sie ihrer härtesten Gegnerin auf dem Tennisplatz gegenüberstehen. Eine Gegnerin, der nie die Puste ausgeht. Eine Gegnerin, die immer in Form ist, die so präzise spielt, als sei sie eine Maschine. Hi, Angie. Moment mal. Es ist eine Maschine. Okay, okay. Dann einfach nur Angie. Und das ist Carlotta, genannt Lotti aus Dortmund. Gegen ihre schnelle Widersacherin hat die 12-jährige Tennis-Leistungssportlerin allerdings keine Probleme. Heute hat sie Angie fix und alle gemacht. Immer wenn ich auf dem Tennisplatz stehe, fühle ich mich wie zu Hause, weil Tennis ist für mich wie ein zweites Zuhause. Auch in Lottis richtigem Zuhause dreht sich alles um den Ballsport. Familienhündin Jule liebt Tennisbälle mindestens genauso wie Lotti selbst. Mama Katja spielt in ihrer Freizeit gerne mal Tennis. Und auch Papa Marco bleibt dank Lotti immer am Ball. Familie Hahn aus Dortmund. Es gibt natürlich auch mal Zeiten ohne Tennis, wenn man mal im Urlaub ist oder unterwegs. Der Blick geht immer zu dem Schild, wo Tennis drauf steht. Oder man sieht in der Ferne, da ist ein Tennisplatz, da muss man zumindest einmal gucken, auch wenn man nicht spielt. Der Drang dahin ist schon groß. Für die Siebtklässlerin gehört zum Tennis aber nicht nur das Spielen, sondern auch alles drumherum. Mit 11 Jahren bekommt sie ihre erste eigene Bespannungsmaschine. Es macht mir einfach Spaß, auszuprobieren, welche Härten ich bespannen kann und womit ich auch am besten klarkomme. Und wenn mir jetzt zum Beispiel ein Schläger reißt oder so, dann muss ich nicht so lange warten, dass mir den jemand bespannen kann, sondern ich kann das einfach selber machen. Sehr praktisch. Und nicht nur ihre eigenen Tennisschläger kann Lotti neu beseiten. Mittlerweile bessert sie damit auch schon ihr Taschengeld auf. Ich bespanne auch die Schläger von Papas Kumpels oder meine Freunde. Also es kommen auch welche auf mich zu. Und mit ihren selbstbespannten Tennisschlägern ist sie richtig erfolgreich. Also das sind meine Vokale. Man glaubt es vielleicht nicht im ersten Moment, aber das hier ist mein wichtigster Vokal. Da bin ich Vize-NRW-Meisterin geworden. Hier meine Fotosammlung, sag ich mal. Hier mit 6 habe ich angefangen, Tennis zu spielen im Urlaub. Und mit 8 habe ich dann mein erstes Turnier gespielt. Hier ist mein Hund, noch ganz klein, da hat er noch auf meinen Arm gepasst. Das sieht man dann hier, dass das nicht mehr der Fall ist. Angie Kerber ist mir auch sehr wichtig, weil viele sagen auch, dass ich auch wie sie spiele, vom Stil her. Und ja, sie ist ein großes Vorbild für mich, weil sie auch immer so kämpft. Und das gucke ich mir sehr viel von ihr ab. Dann kann es im Duell zwischen Lotti und Angelique Kerber ja nur spannend werden. Also das motiviert mich schon sehr, im Hinterkopf zu haben, dass sie meine Gegnerin ist, weil ich natürlich auch zeigen möchte, was ich kann. Und dann möchte ich meine Chancen nutzen. Das sieht man der jungen Leistungssportlerin im alltäglichen Verbandstraining an. 5-mal die Woche trainiert Lotti am Bundes- und Landesleistungsstützpunkt in Kamen. Lotti bringt natürlich super viel sportliches Talent mit, zeichnet sich auch durch ihre Athletik aus, also ist total schnell. Was sie aber besonders auszeichnet, ist eigentlich die Begeisterungsfähigkeit, die sie mitbringt. Also sie kommt immer mit Freude und mit Interesse rein, ist sehr aufmerksam und vor allem lernt sie total schnell. Diese Begabung hilft der Dortmunderin auch in ihrem Duell.
Tennisbälle abwechselnd als Vor- und Rückhandvolley in ein Feld spielen. Da ist Lotti voll schlagfertig. Hey Angie, bereit für ganz großes Tennis? Herzlich willkommen, Lotti aus Dortmund. Hi, herzlich willkommen. Hi. So, boah, nicht nur, dass du heute gegen Angelique Kerber hier antrittst, auch noch gegen dein ganz großes Idol. Ja. Und dann auch noch eine andere frühere Nummer 1, die auch noch zuschaut. Ja. Das ist ja der maximale Druck heute für dich. Definitiv, ja. Wenn wir die beiden jetzt hier haben, wenn wir mal die großen Grand-Slam-Turniere nehmen, Australian Open, US Open, Wimbledon, French Open, welches würdest du am liebsten gerne zuerst gewinnen? Wimbledon, okay. Aber am besten alle. Ja, irgendwann alle. Ja. Ja, irgendwann alle, auf jeden Fall. Ne? Du bist in einem Leistungszentrum. Mhm. Ja? Bleibt da noch für was anderes Zeit? Also ich spiele noch Klavier, einmal die Woche, aber es macht sehr viel Spaß. Mhm. Aber ansonsten nicht so viel Hausaufgaben, Schule, aber Freizeit habe ich nicht so viel. Okay, wenn du aus der Schule kommst, geht es wahrscheinlich meist dann direkt zum Training? Ja. Okay. Ja, Angelique, nur, ja. du nickst schon, das kennst du, ne? Das kenne ich so, bei mir genauso. Also ich habe meine Schule ganz normal auch zu Ende gebracht, aber nach der Schule ging es dann direkt auf den Tennisplatz und ich habe auch jeden Tag trainiert. Mhm. Ja, und wenn es Spaß macht, solange es Spaß macht, ist alles gut. Mhm. Hattest du zwischendurch irgendwann mal das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht doch nicht, oder? Ja, es gab immer diese kritischen Phasen, besonders in meiner Karriere. Also wenn ich zurückschaue, diese Auf und Abs, die gab es auf jeden Fall. Aber es ist ja die Kunst, dann zurückzukommen. Mhm. Gerade wenn es nicht so gut läuft, dann sich nochmal zu motivieren, sich Ziele zu setzen und ja und einfach mit dem Kampf zurückzukommen und halt diese Leidenschaft zu spüren. Ich glaube, wenn man diese Leidenschaft für irgendwas hat, dann kann man es ganz nach ganz oben schaffen. Und diese Liebe zu dem, zum Sport hat mich dahin gebracht, wo ich dann am Ende hingekommen bin. Du hast 3 der 4 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Mhm. Eins steht noch aus. Mit Anna haben wir eigentlich alle 4, weil ja, Anna hat Paris sagen, gewonnen. Interessanterweise. Genau. Ja. Du hast US Open, Australian Open und Wimbledon gewonnen. Ja. Ja, und Anna hat die French Open gewonnen, also genau. Zusammen habt ihr es komplett gemacht. Genau. Ja. Und interessanter, ich kann mir vorstellen, dass es das ja auch nicht so einfach ist, gerade wenn man sich gut kennt und wenn man sich gut versteht, dann auf dem Platz wirklich so richtig hart gegeneinander zu fighten. Macht das einen Unterschied? Es macht einen Unterschied. Also es ist natürlich nie einfach, gegen eine Freundin zu spielen, aber wir sind so professionell, dass wenn wir auf dem Platz sind, dann tatsächlich uns auf uns konzentrieren, uns fokussieren und nach dem Match gehen wir dann wieder Abendessen, Kaffee trinken und ja, und haben dann noch andere Themen außer Tennis. Ja. Okay, to be honest, I'm really bad in a history. Naja, also ich kenne mich gar nicht so gut aus mit den Zahlen. Ich weiß nicht, wie oft wir gegeneinander gespielt haben, aber es ist einfach schön, eine Freundin zu haben bei diesen Turnieren, weil das nicht so oft passiert. Und nach meiner Karriere sind wir immer noch Freundinnen geblieben und das werden wir fürs ganze Leben lang sein. Angie, es ist kein Geheimnis mehr. Wir haben ja alle gehört, bald wirst du Mama. Mhm. Wie oft spielst du jetzt aktuell noch Tennis? Also ich spiele tatsächlich noch ein bisschen. Ich versuche mich auch fit zu halten. Ich habe die letzten Monate auch viel genutzt, um nochmal so zurückzuschauen. Ich habe jetzt auch ein Buch rausgebracht und geschrieben, wo ich auch sehr stolz drauf bin, nochmal so diese Auf und Abs zu erleben und das nochmal so alles zusammenzufassen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe schon gehört, du hast viel trainiert. Also ich glaube, heute ist der Druck eher auf meiner Seite, nicht auf deiner. Deshalb... Ja, ich denke, wir werden jetzt viel Spaß haben. Hast du denn vor, wenn du dann Mama bist, wenn das Baby irgendwann da ist, nochmal auf die Tour zurückzukehren? Auf jeden Fall. Also mein Ziel ist es tatsächlich nochmal Olympia 2024. Das ist nochmal so ein Ziel von mir, fit zurückzukommen. Und das ist ja auch in Paris. Ist es nämlich auch nochmal in Paris. Deshalb ist es nochmal so eine Challenge auf Sand. Ja, für Deutschland zu spielen ist immer was ganz Besonderes. Und ich komme dann zurück, wenn ich wirklich ready bin und 100%ig fit bin. Weil wenn ich was mache, will ich es richtig machen. Aber das ist erstmal das Ziel. Ja, aber wir wollen mal schauen. Eine lange Karriere liegt schon hinter dir. Einiges kommt noch. Ne? Und viele große Erfolge, die Angelique Kerber in dieser Zeit gefeiert hat. 14. Juli 2018, Wimbledon, Finale der Damen.
Ein Tag, auf den sie ihr Leben lang hingearbeitet hat. Zweimal auf die Linie, Matchball Kerber. Ihre Gegnerin auf dem Rasen des traditionsreichen Grand Slam-Turniers, US-Top-Tennis-Star Serena Williams. Was für ein Match. Und das ist es! Kerber gewinnt die Wimbledon-Trophäe. Nach 22 Jahren gewinnt wieder eine deutsche Wimbledon. Angelique Kerber. It's just a dream came true. Ein Traum, den die gebürtige Bremerin schon als kleines Kind hat. Mit 3 Jahren fängt Kerber an, Tennis zu spielen, wohnt mit ihrer Familie in Kiel über einer Tennishalle, steht fast täglich auf dem Platz. Ziel ist es auf jeden Fall, Wimbledon oder Australian Open mal zu gewinnen oder da mitzuspielen. Und ich werde dafür kämpfen. Mit 15 wird Angie zum ersten Mal in der Weltrangliste geführt. Trainiert jahrelang hart für ihr Ziel. Ihre Stärken, Beinarbeit und Ausdauer. 2016 ist es dann soweit. Die 28-Jährige erfüllt sich ihren Kindheitstraum und gewinnt die Australian Open. Die erste deutsche Grand-Slam-Siegerin nach Steffi Graf. Ich weiß, dass mein Team, meine Familie, meine Freunde immer an mich geglaubt haben und mir immer gesagt haben, irgendwann eines Tages wirst du dieses Ding holen. Angie ist nicht mehr zu stoppen. 2016 wird ihr Jahr. Silber bei den Olympischen Spielen, 2. Grand-Slam-Titel bei den US Open und am 12. September wird sie die Nummer 1 der Weltrangliste. Ich meine, was will man mehr? Was sie macht, macht sie mit Herzblut. Auf und neben dem Tennisplatz. Vor allem Kinder sind Kerber wichtig. Als UNICEF-Patin setzt sie sich leidenschaftlich für benachteiligte Kinder ein. Powerfrau mit großem Herz und Tennis-Weltstar. Angelique Kerber. Angie, was würdest du Lotti mitgeben wollen? Also, dass sie auf jeden Fall mit Spaß am Sport bleiben soll, mit Leidenschaft, harte Arbeit natürlich auch. Aber wenn du einfach deinen Träumen folgst und das lebst, was du liebst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dankeschön, danke. Ja, also wir sind sehr gespannt. Okay. Ich weiß ja, Basti, du triffst schon einen Ball auf dem Tennisplatz. Naja, sagen wir es mal so. Ich habe immer gedacht, irgendwann ist es möglich, Diana zu schlagen im Tennis. Aber irgendwie habe ich dann aufgegeben. Also die Chancen werden immer geringer. Und da fehlt schon noch einiges. Ja. Hast du schon mal mehr als ein Spiel gegen sie gemacht in einem Satz? Oder hast du überhaupt schon mal ein Spiel gegen sie gemacht in einem Satz? Ja, also ich beantworte die Frage immer mit ja, selbstverständlich. Mhm. Aber dann sagt Diana, ja gut, du startest aber auch immer mit 30-0 vorne. Ja. Aber es ist sehr, sehr schwer. Ich habe das wirklich unterschätzt und ich sage jetzt schon, ich bin einigermaßen läuferisch gut da. Aber das ist wirklich Wahnsinn, wenn du dann wirklich mal auf dem Tennisplatz 1 gegen 1 dort stehst und dann wird der einfach, du denkst, du bist jetzt richtig drin in den Ballwechsel und gewinnst den. Und auf einmal macht es einen Schlag und der Ball ist 4 Meter weit weg, unerreichbar. Also schon ein sehr beeindruckender Sport. Ja, ja, Angelique und Lotti, ich würde sagen, wir gehen es an. Ja. Dann lasst uns rübergehen, dann gehen wir zum Duell. Wir kommen erst hier. Das Tennisduell. Carlotta, 12 Jahre behauptet, ich kann Volleys am Netz zielgenauer platzieren als Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber. Carlotta und Angie haben 50 Tennisbälle, um so viele Volleys wie möglich in 2 Zielfelder zu platzieren. Die Tennisbälle werden von einer Ballmaschine zugespielt und müssen abwechselnd als Vor- und Rückhandvolley retourniert werden. Wer die meisten Treffer erzielt, gewinnt das Duell. So schaut's aus. Also, wir gehen zumindest mal hier rüber. Die beiden stehen hinterm Netz. Die Ballmaschine spielt ihnen die Bälle zu. Abwechselnd Vorhandvolley, Rückhandvolley. Vorhandvolley auf diese Seite in das Feld. Rückhandvolley auf diese Seite in dieses Feld. Bei mir andersrum. Bei dir andersrum? Links, genau. Aber das musst du mir noch mal schnell erklären. Du bist Rechtshänderin, ja, aber spielst Tennis mit links? Ja. Warum?
Ich weiß auch nicht, ich habe als Kind den Schläger direkt in die linke Hand genommen, weil das für mich natürlich sich angefühlt hat. Meine Eltern haben die Theorie, dass ich so spiegelverkehrt genau das Gleiche gemacht habe, was sie mir gezeigt haben, damit ich bloß keinen Ärger kriege. Und das ist so die Theorie, aber ich mache tatsächlich alles mit rechts. Aber ich habe gehört, dass Carlotta genau das Gegenteil macht. Sie spielt mit rechts und macht sonst alles mit links. Richtig? Ja. Genau. Also gibt es da ein ausgleichendes Moment? Ja, wir haben auch den gleichen Schläger, also es ist auf jeden Fall ein faires Duell. Okay. Dieselbe Ballmaschine habt ihr im Übrigen auch. Ja. Ja. Und Ihr Tipp bitte. Was glaubt ihr, wer gewinnt das Duell? Please. Angelique setzt natürlich auf sich selbst. Anna und Bastian tippen auf dich. Und Christoph Maria Herbst und Heino auf Lotti. Alles klar. So, dann haben wir für dich da oben einen Platz vorbereitet. Da kriegst du die Augen verbunden und den Kopfhörer auf. Du sollst ja nicht wissen, was Lotti hier erreicht hat. Hallo. Und wir begrüßen unseren Schiedsrichter Patrick Habib. Herzlich willkommen. Hallo. Abend. Hallo. Und damit wir auch die Instanz gleich deutlich machen, Patrick ist Schiedsrichter beim Deutschen Tennisbund, ja, ist in der Deutschen Tennisbundesliga im Einsatz, also ein Mann vom Fach. Er wird ganz genau hinschauen und im Zweifelsfall, wenn es mal ganz, ganz kritisch sein sollte, können wir vielleicht hier und da noch eine Zeitlupe liefern. Okay, super. Ja, perfekt. Patrick, ein gutes Auge für dich. Lotti, du bist bereit? Ja. 50 Bälle haben wir gesagt, in dem Fall ist es also kein Zeitlimit. Ja, ich sage aber vorher noch klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Momentan läuft's auf der Rückhandseite besonders gut. Aber 50 Bälle ist auch ein bisschen was. Muss man also auch die Konzentration bewahren. Die Linie gehört zum Trefferfeld, nur dass da keine Unklarheiten bestehen. Und wir sehen natürlich, die Bälle kommen auch unterschiedlich aus der Ballmaschine. Muss ich also auf jeden Fall neu einstellen. So, noch 5 Bälle. Das ist der letzte gewesen. 23 Treffer. Warst du zufrieden mit dir? Ja. Ah, so ganz zufrieden darf man nie mit sich selber sein, wenn man ganz nach oben will. Ich guck mal auf Anna. Anna, was war dein Gefühl? War sehr gut? Nice. Ja, okay, sehr, sehr gut. Okay. 23 Treffer. So, dann holen wir Angie, nicht erschrecken. So, Musik ist aus. Wir können den Kopfhörer absetzen. Still jetzt hier. Ja. es ist eine gewisse gespannte Stille. Okay. Ja. War gut? Versuchen kann man es ja mal. Ja. Okay. War super. So, bereit? Mhm. Und Angie, dann auch für dich. Auf los geht's los. Muss ich natürlich erstmal ein bisschen reinfinden. Aber es sind ja noch viele Bälle im Spiel. Okay.
Das war's. Wir kommen nach vorne. Das war's. Patrick, auch hier alles okay gewesen? Alles okay? So, dann gucken wir mal. Also ich würde sagen, also wenn man das überhaupt sagen darf, wenn irgendwas ein bisschen gelitten hat in den letzten Wochen, war es vielleicht die Rückhand? Ja, die Rückhand. Ja? Ja. Ging heute nicht viel. Ja, okay. Kam es nicht so in die Hocke wie sonst. Nee. Ja? Nee, genau. Okay, genau. Dann gucken wir mal aufs Ergebnis. Carlotta gegen Angelique. Carlotta 23, Bravo. Angie 13. Sehr gut. Und damit gewinnt Carlotta das Tennisduell. Carlotta, da sehe ich schon demnächst das T-Shirt Wimbledon Siegerin Besiegerin. Kannst du dir da jetzt drauf drücken lassen? Ne? Zumindest was das Volley-Duell hier bei Klein gegen Groß betrifft. Ne? Es gibt Punkte. Fall. In dem Falle für Christoph Maria Herbst und für Heino Ferch. Damit kommen die dir natürlich ein Stück näher. Heino Ferch schließt auf. Ne? 4-4, aber du bist immer noch vorne dabei. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und wir kommen zu deinem Geschenk. Erstmal gibt es Glückwünsche. Ne? Hat sie toll gemacht. Ne? Ja, ganz geil. Lotti, komm zu mir. Lass uns mal gucken, was es da für dich gibt. Hier ist dein Geschenk. Für dich geht's nach Paris. Und zwar zum größten Sandplatzturnier der Welt. Wir schenken dir Tickets für die French Open. Und zusammen mit deinen Eltern erlebst du die größten Tennisstars der Welt hautnah und kannst sie anfeuern. Und eins können wir dir sicher versprechen, das wird großes Tennis. Aber nur... Lotti, dass da keine Missverständnisse sind. Erstmal nur als Zuschauerin. Ne? Das war keine Wildcard fürs Turnier, die du jetzt bekommen hast. Ne? Und ich glaube, du hast auch noch was. Ich habe auch noch was für dich. Und zwar habe ich dir mein Buch mitgebracht mit Widmung und ganz, was auch ganz Besonderes. Für mein Turnier in Bad Homburg lade ich dich und deine Familie ein, dass ihr vorbeikommt, zuschaut. Und wenn du da bist, dann spielen wir auch noch auf Rasenpabelle. Okay? Oh. Na, Lotti, dann hast du ja eine Menge vor in nächster Zeit. Aber das war ein tolles Duell, ein spannendes Duell. Viel Spaß und viel Erfolg natürlich weiterhin in der noch jungen Tenniskarriere. Dankeschön. Ja. Alles Gute für euch. Dankeschön. Angie, du bleibst bei uns. Und für alle Kids, die jetzt vielleicht ins Bett müssen, weil die Eltern nicht so nachsichtig sind oder vielleicht ihr auch müde seid, ihr könnt die Sendung ja dann noch mal in der ARD-Mediathek nachschauen. Das ist ja heutzutage der große Vorteil. Also, vielen Dank und weiter geht's mit dem nächsten Duell. Antonia gegen Christoph Maria Herbst. Junge Österreicherin mit Berufswunsch Schauspielerin gegen Profischauspieler, der immer alles im Blick hat. Seid ihr da mal nicht so sicher? Das Duell, ein echter Hingucker. Schauspieler und Schauspielerinnen nur an den Augen erkennen. Wer schafft das öfter? Du, Herr Herbst, die wirst du brauchen. Das Schauspieler-Augenduell. Und hier ist die Herausforderin aus Österreich, aus Mauthausen. Hier ist Antonia. Hallo Antonia, herzlich willkommen hier bei uns. Mauthausen liegt, rutsch ein Stück auf. Der ist gar nicht so schlimm, wie er manchmal tut. Hast du gesehen, wie die Kinder sofort auf Abstand gegangen sind? Sie wollten sich sofort so ein Stück wegsetzen. Das nennt man Respekt. Ja. Mauthausen liegt in der Nähe von Linz. Ja, genau. Genau. Und das ist genau die Grenze auch zwischen Oberösterreich und Niederösterreich. Ja, auf genau. Welcher Seite der Grenze seid ihr? Oberösterreich noch. Okay. Das ist ein feiner Unterschied, ne? Ja. Zumindest für euch. Ne? Ja. Du gehst zur Schule, welche Klasse? Siebte. Mhm. Genau. Musstest du dich da schon jetzt schon entscheiden, wie es danach weitergeht? Also wann geht's auch? Ist das schon Gymnasium bei euch? Ja, genau. Also da habe ich mich in der
Vierten entscheiden müssen, auf welches Gymnasium oder auf welche Mittelschule ich dann gehe. Mhm. Und dann in der Achten muss man sich dann entscheiden, ob man weitergeht. Okay. Und wo liegen deine Präferenzen? Mehr bei den Naturwissenschaften oder Sprachen? Sprachen eher. Absolut. Also wir haben dieses Jahr Spanisch dazu gekriegt. Mhm. Genau. Okay. Und du möchtest irgendwann mal Schauspielerin werden? Ja, genau. Also in der Schule haben wir auch einen Theaterkurs, dieses Jahr leider nicht, aber die letzten Jahre und die nächsten Jahre, genau. Na, da hast du ja heute beste Möglichkeiten. Da kannst du dir bei Heino Ferch sicher ein paar Tipps holen. Ach, Christoph. Herrlich. Und wir haben uns schon so lange kennen. Aber vielleicht willst du auch Moderatorin werden und dann kann ich dir einen sehr guten Kontakt zu Kerner machen. Mhm. Ja. Geht auch. Ne? Was wolltest du denn werden, als du so in Antonias Alter warst? Du bist wie alt genau? 12. 12? Ah, mit der Schauspielerei, das fing bei mir auch an dem Alter an. Hast du auch schon Schultheater gespielt? Ja, ja, Schultheater hat es angefangen. Mhm. Was hast du im Schultheater schon alles gespielt? Was spielt ihr da so? Also im Winter haben wir so Eiskönigin so was gemacht. Und im Sommer haben wir dann uns selber sowas ausdenken können. Das war sehr cool. Ich komme nur darauf, weil bei dir zu Hause haben die Eltern ja durchaus Wert darauf gelegt, dass du erstmal was Ordentliches machst. Ne? Also das war nicht so, dass sie gesagt haben, oh, Schauspielerei, super, probier dich aus, mein Junge. Das stimmt, die haben mit sanfter Gewalt dafür gesorgt, dass ich erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, eine Banklehre. Mhm. Ja, aber die durchaus erfolgreich abgeschlossen. Ne? Das stimmt. Und insofern kannst du ja auch stolz darauf sein. Was war deine erste Rolle überhaupt? Weißt du es noch? Ist jetzt auch schon? Ich komme aus einem sehr katholischen Haushalt. Ich habe zu Hause immer die Heilige Messe nachgespielt mit Oblaten. Oblaten aus der Küche und die mussten meine Eltern dann eben als Hostien essen. Also ich habe als erstes zu Hause eigentlich den Priester aus unserer Pfarrei nachgespielt. Das war so meine erste Rolle. Ja. Und dann wollte ich ja auch eine Zeit lang katholischer Priester werden, ehrlicherweise. Und dann lernte ich meine erste Freundin kennen. Mhm. Du hast es dir anders überlegt. Ja. Aber sag mal, wenn du... man ist ja mit bestimmten Rollen, die man spielt, dann auch irgendwie so ein bisschen festgelegt. Was? Hm? Hm? Würdest du heute sagen, ist das eher ein Segen, wenn man so eine Rolle hat, die einen so prägt und die auch so lange trägt? Also Serie über lange Zeit ist auf jeden Fall Fluch und Segen. Du spielst auf Stromberg an. Ich glaube, dass ich den zu dem genau richtigen Zeitpunkt, dass ich da irgendwann zum richtigen Zeitpunkt die Reißleine gezogen habe. Wir haben 5 Staffeln gemacht und noch einen Kinofilm. Danach dann wieder mit einer weiteren Staffel zurück ins Fernsehen zu gehen, das wäre auch dramaturgisch irgendwie blöd gewesen. Das war eine super Zeit für uns alle, wo wir eine Menge gelernt haben. Aber man muss dann auch wissen, wann gut ist, weil dann überwiegt der Fluch den Segen irgendwann. Und du hast ja vor allen Dingen auch gelernt, dass es den Menschen auf der Straße oft nicht so leicht fällt, zwischen Privatperson und Rolle zu unterscheiden. Das ist, glaube ich, ein ziemlich deutsches Phänomen, Darsteller mit Darzustellendem zu verwechseln. Mhm. Als die erste Staffel Stromberg lief und wir dann in den Dreharbeiten steckten zur zweiten, lief ich halt wieder mit diesem Bart rum und diesem Haarkranz. Mhm. Da wurden mir dann auf der Straße Prügel angeboten. Mhm. Genau. Weil die Leute gedacht haben, du bist wieder auf dem Weg zur Arbeit. Genau, du Blödmann, so geht man nicht mit seinen Angestellten um. Haben die mir Prügel angeboten, die habe ich dann dankend abgelehnt. Mhm. Und mir ist dann im Nachsatz klar geworden, dass das eigentlich ein Kompliment ist, weil die Leute mir diese Rolle glauben. Und das ist ja das, was wir in unserem Business wollen. Wir wollen möglichst so überzeugend etwas spielen, dass uns die Leute die Charaktere abnehmen, wie wir da spielen. Aber das kannst du für dich natürlich auch nur so lange als Kompliment abhaken, wie du nicht mit gebrochenem Unterkiefer im Herz-Jesu-Krankenhaus liegst. Wohl wahr. Ne? Hast du eigentlich was Vernünftiges gelernt noch, Heino? Nee, das hat mir keiner zugetraut. Dann habe ich gedacht, dann konzentriere ich mich auf das andere. Wann darf ich eigentlich endlich tippen? Wann darf ich denn tippen? Ne? Du bist doch gar nicht entschieden, oder? Nein, überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir zu einem besonderen Schauspielerin-Schauspieler-Duell. Denn Antonia hat dich ja herausgefordert, die lieben Kolleginnen und Kollegen nur alleine an der Augenpartie, nur an den Augen zu erkennen. Wie kommt man auf sowas? Wie kommst du auf sowas? Ja, man muss sich schon was einfallen lassen, wenn man bei Klein gegen Groß mitmachen will. Das stimmt. Na, wollen wir loslegen? Gerne. Ja. Hm? So, Antonia, bitteschön. Ja.
Das Schauspieleraugenduell. Antonia, 12 Jahre, behauptet, ich erkenne Schauspielerinnen und Schauspieler nur an ihren Augen und bin darin besser als Christoph Maria Herbst. Antonia und Christoph bekommen abwechselnd jeweils ein Augenpaar gezeigt. Nur anhand dieses kleinen Ausschnitts müssen sie den richtigen Namen nennen. Wer am Ende mehr Punkte erzielt, gewinnt das Duell. So sieht's aus. Wir haben da mal was vorbereitet. Mhm. Na, hier sind die Aufgaben für Antonia. Und hier sind die Aufgaben für dich, Christoph. Und dann kommen wir am Ende hier auch noch mal zu einer Live-Aufgabe. Meryl Streep ist hier. Zum Beispiel. Ja. So, dann die Tipps brauchen wir noch. Heino Ferch. Oh, Heino, das überrascht mich jetzt. Ich habe lange überlegt. Ja. Aber hast dann doch auf Antonia Wollte meiner geschätzt. Linie jetzt treu bleiben. Mhm. Heino, wir sehen uns gleich auf dem Parkplatz. Ich bin ganz schnell. Zickzack kann ich ganz gut. hat er mich gerade Flusspferd genannt? Okay. Ja. Gut, dann legen wir los. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Wir kommen zur ersten Aufgabe von Antonia. Du darfst gerne mitgucken, Christoph, wenn du Ach so, möchtest. Okay. Sehr gut. Antonia, hier ist deine erste Aufgabe. Das ist die Heike Makatsch. Aha. Mal Soll ich schauen. Was dazu sagen? Ja, glaubst du es auch oder glaubst du es jemand anders? Das ist Heike Makatsch. Ja. Und es ist Heike Makatsch. Erster Punkt für Antonia, 1:0. Sehr gut. Wir kommen zu deiner ersten Aufgabe. Erste Aufgabe für dich. Sich zu Hause jetzt auch sein Bild machen? Das ist Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, sagst du? Und es ist? Ah, fast. Kate Blanchett. Das ist ja, Kate jetzt Blanchett. Weiß ich es auch. Ja. Ja. Die Richtung stimmte, ja. Zumindest geografisch. Also ist. Es stimmte, dass es eine Frau ist. Es ist wahr, es ist eine Frau. Ja. Leider kein Punkt für dich, ja? Aber wir haben ja schon erlebt heute, entschieden wird es erst, wenn alle Aufgaben gespielt sind. Achtung, Antonia. Das ist der Tom Cruise. Auf jeden Fall ein sehr intensiver Blick. Und es ist Tom Cruise. Richtige Antwort. Zweiter Punkt für Antonia. Ach so. Jetzt hätte ich es gewusst. Das ist Iris Berben. Ja. Freut mich ja, dass ihr euch hier einig seid. Denn es ist richtig, es ist Iris Berben. Erster Punkt für Christoph Maria Herbst. 2:1. Antonia, deine dritte Aufgabe. Das ist die Halle Berry. Halle Berry. Es ist Halle Berry. Dritter Punkt, Antonia. Sehr gut. Dritte Aufgabe. Das ist... Fangen wir beim Geschlecht an. Eine Frau, das ist ja klar. Und zwar Tom Hanks. Tom Hanks. Es ist Tom Hanks. Entschuldigung. Ja. 3:2 für Antonia.
Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zur schwierigsten Aufgabe der vier. Denn hier, hinter dieser Tür, da stehen zwei Menschen. Seit 3 Stunden. Antonia, möchtest du auf den... Dann gucken wir mal, ob du auch das richtig erkennst. Hast du einen Tipp? Weiß nicht? Nee? Keine Ahnung. Deutscher Schauspieler, so, das sage ich ja. Also, Jan Josef Liefers, was? Okay. Soll ich raten? Also du hast gesagt Jan-Josef Liefers, alles okay. Klar? Ich rate Moritz, bleib treu. Okay, dann komm mal runter von der Stufe, dann gucken wir, wer es ist. Und es ist... Es tut mir sehr leid. Das ist Tom Beck. Das ist Tom Beck, Tom Antonio. Sorry. Jetzt sogar leichter gemacht. Das sind nach 3 Stunden raus. Alles gegeben. Nach 3 Stunden raus. Vielen Dank. Das schließe ich hier mal wieder. Tom! Ja, es war schön da hinten, wahnsinnig. Es ist ja sehr heiß. Aber du kennst dich doch eigentlich aus mit solchen Momenten, wo man irgendwie versteckt ist, verkleidet ist. Ja, aber ich habe ja versucht, alles zu signalisieren, alles mit den Augen zu geben, aber es kam leider nichts an. Wie meistens auch, wenn ich drehe. Nein. Na? Es ist Tom Beck. So, Tom, bleib bei uns. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du mich rausgeholt hast. Christoph. Es ist so heiß da drin. Christoph, deine Aufgabe. Möchtest du auch auf die Stufe? Ja, ich gehe auch mal drauf. Mhm. Waren die jetzt zu zweit die ganze Zeit da drin? Nein. Das verrate ich nicht. Nicht, dass es mir da zu Verwicklungen kommt. Achtung, hier ist deine Aufgabe. Bisschen höher, bitte. Darf ich den Mund mal... Nein, das ist... Wow, das ist echt nochmal ein Unterschied, live oder als Foto, ne? Mhm. Antonia führt ja 3-2, ja, wenn du es errätst. Ja, danke, ja. Hast du eine Idee, Antonia? Ist schwierig, ne? Ja. Emilia Schüle? Vielleicht? Berate ich mich gerade mit dir? Ja. Naja, du kannst sie ja tun, aber sie antwortet halt nicht. Doch, hat sie aber gerade. Ja? Was sagst du? Ich sag mal Emilia Schüle. Emilia Schüle? Okay, dann komm mal runter von der Stufe. Was hättest du gesagt? Dann schauen wir, wer es ist. Es ist... Emilia Schüle! Herzlich willkommen! Wie schön! Oh mein Gott! Wie schön! Hey. Wie schön! Sehr gut! Emilia, Antonia. Hallo. Antonia, hi. Emilia. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Danke. Ich kenne doch die Augen von Emilia Schüle. Ja. Ich war tatsächlich fast ein bisschen zu klein. Ich muss die ganze Zeit Spitzentanz die ganze Zeit. Ja. Also, wir haben damit ein Unentschieden. Es steht 3-3. Und das heißt, wir kommen zum Stechen. Jetzt dürft ihr beide natürlich diesem spannenden Moment hier beiwohnen. Euch beide muss ich jetzt mit nach vorne nehmen. Na, ihr könnt hier auch gerne auf die Seite kommen. Sehr gerne. Ist das jetzt wieder mit Handheben und so? Ja, genau. Aber Kinder haben viel kürzere Arme. Der Arm ist viel schneller oben. Die haben nicht nur kürzere Arme, die haben manchmal auch bessere Reflexe. Na. Mhm. Achtung, hier ist das Stechen. Sag mal, wollt ihr mich hier irgendwie... Ihr habt ja schon die Hände gehoben, da hatte ich ja das Schild noch gar nicht weg. Das stimmt nicht, das verbitte ich mir. Doch, pass auf. Sorry, das ist doch nun wirklich eindeutig. Da war die Antonia die Erste.
Das, jetzt ziehst du zurück. Ne? Eben hier ne, willst du gewinnen wie ein Großer und jetzt willst du nicht mehr als Erster den Finger oben gehabt haben, weil du weißt, dass es unsympathisch ist. Nein, weil ich eventuell nicht weiß, wer es ist. Das wäre... Okay, dann sag's. 3, 2, 1, das ist... Denzel Washington. Wer? Denzel Washington. Denzel Washington. Yeah. Es ist... Denzel Washington. Ah, ich glaube, wir können uns hier einfach darauf einigen. Wir müssen ja faktisch einen Sieger festhalten, aber das ist das größte Unentschieden, was wir in dieser Sendung je gehabt haben. Du bist eindeutig die Siegerin der Herzen, du hast das super gemacht. Ja. Ja, absolut. Antonia, eine Entscheidung gibt es und wir haben gesehen, dass ihr euch beide so super mit den Augen auskennt. Ne? Und in dem Falle müssen wir sagen, hast du das Filmaugenduell gewonnen, das Schauspielerinnenaugenduell? Und du kannst jetzt wieder mal anfangen, an mich zu glauben. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal zusammen zu tun haben werden und einen Film gemeinsam drehen. Das wäre toll. Ja? Ja? Und Antonia, eins ist auch sicher, du kriegst ein tolles Geschenk. Aber erst gucken wir noch auf die Punkte. Wer hat hier richtig getippt? Wer hat auf Christoph Maria Herbst getippt? Nur er selber. Und damit, ja, guck mal. Weil ich es musste, ich hätte niemals für mich gestimmt. Ja, aber du musstest es. Jetzt lass uns rübergehen und lass uns gucken, was es für ein Geschenk gibt. Emilia und Tom. Danke, dass ihr wart Spaß ja hier auch schon zu Gast. Ne? Ihr wisst, wie es ist. Ja, und Antonia, ich weiß ja, dass du so momentan, musst du dir so das ein oder andere Mal von deiner Schwester leihen, weil du es noch nicht selber hast. Ne? Aber jetzt hast du selber und dann musst du es dir nicht mehr von deiner Schwester leihen. Ne? Antonia, viel Spaß mit deinem neuen Notebook. Danke. Bitte schön. Guck mal, wir haben uns gleich noch einen Bildschirmschoner installiert und die passende Tasche gibt es auch noch dazu. Und dann ist egal, ob jetzt Freizeit, Schule oder was auch immer du damit bist, du bestens ausgerüstet. Ja? Danke. Viel Spaß damit. Ja, einen schönen Abend. Vielen Dank für das tolle Duell. Und ich kann euch eins sagen, erstmal auch vielen Dank an Emilia Schüler und Tom Beck. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Ja. Und ich kann euch nur eines sagen, das nächste Duell, die beiden haben echt den Bogen raus. Ja? Aber Pfeil und Bogen spielen nur hier eine Rolle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Mary Lou Casselli. Der Bogen spielt im nächsten Duell eine Hauptrolle, aber nicht Pfeil und Bogen, es geht um den Bogengang. Lada gegen Mary Lou Casselli. Rhythmische Sportgymnastin, auf den Punkt fokussiert, gegen erfahrene Akrobatin, die im Zirkus aufgewachsen ist. Mary Lou Casselli, von jeher ihr Spezialgebiet, die Akrobatik. Absolute Körperbeherrschung, atemberaubende Balance und spektakuläre Performances. Mary Lou Casselli wird international für ihr Können gefeiert und ausgezeichnet. Schluss mit dem Zirkus. Probier das mal. Das Duell. Bogengänge. Wer schafft mehr Überschläge, ohne dabei den Ball zu verlieren? Hey, Mary Lou. Überspann mal nicht den Bogen. Das Bogengang-Duell.
Und hier sind die beiden, die sich gegenüberstehen. Hier ist Lada aus Fellbach. Und hier ist Mary Lucaselli. Hallo Lada. Herzlich willkommen. Marilu, herzlich willkommen zurück. Ja, hallo. So, ihr beiden habt euch natürlich auch schon begrüßt. Ne? Lada, herzlich willkommen. Du bist 14 Jahre alt, machst rhythmische Sportgymnastik, ja, bist ziemlich gut in diesem Sport. Wie bist du ausgerechnet zur rhythmischen Sportgymnastik gekommen? Also, es ist eine ganz interessante Geschichte. Als ich klein war, ich war 3 Jahre alt, war meine Mutter mit mir im Schwimmbad. Und da hat mich eine Trainerin gesehen und sie fand meine Füße schön und deswegen, und deswegen hat sie mich gefragt, ob ich bei ihr im Verein mitmachen möchte. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt zwischen schönen Füßen und der rhythmischen Sport. Wo braucht man die schönen Füße denn ganz besonders da? Also rhythmische Sportgymnastik ist auf jeden Fall ein sehr eleganter Sport. Man muss seine Beine, Füße, auch Arme schön strecken. Mhm. Und ja, das ist auch sehr wichtig. Hat ja auch ein bisschen Ballettelemente, ne? Also genau. Da kommen viele Sachen zusammen. Ja, wie oft trainierst du die Woche? Ich trainiere 6-mal die Woche. Okay. Ja, und das große Ziel ist natürlich? Olympia. Irgendwann mal bei den Olympischen Spielen Gold gewinnen. Ja. Du bist im Leistungszentrum in Fellbach bei Stuttgart, ne? Ja. Und bereitest dich darauf vor. Ne? Mary Lou Caselli, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Du entstammst einer großen, bekannten Zirkusfamilie und bist selber eine wirklich überaus erfolgreiche, gefeierte und ausgezeichnete Artistin. Hast schon viele große Preise gewonnen? Ja, habe ich. Ja. Zusammen mit meinem Bruder, meiner Familie, haben wir 2008 den Silbernen Clown in Monte Carlo gewonnen. Dann. Und ich glaube, dein Bruder ist heute Abend auch hier, ne? Ja. René war ja auch gerade. Hallo. War ja auch gerade vor kurzem hier bei uns zu Gast. Und 2012 habe ich gemeinsam mit meiner Familie und meinem Bruder den Golden Clown in Monte Carlo gewonnen. Und 2018 habe ich einmal alleine den Golden Clown gewonnen. Ja. Und jetzt bist du, glaube ich, auch wieder nominiert. Ne? Also jetzt sind wir wieder nominiert, ich mit meinem Bruder zusammen. Da machen wir Akrobatik auf 2 Pferden und versuchen dieses Mal das Beste zu geben wieder. Wieder zu gewinnen. Ja. Gibt es denn, wenn man so einer Zirkusfamilie aufwächst, gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit, als selber wieder Artistin zu werden? Es gibt natürlich Möglichkeiten, es ist aber sehr schwer. Man reist ja immer rum, man ist nur beim Zirkus. Mit Schule war es auch sehr schwer. Als wir in Deutschland gereist sind, bin ich jede Woche in eine andere Schule gegangen. Das war dann sehr schwer für mich. Da haben wir einen Privatlehrer bekommen. Und ja, es ist möglich, aber es ist schwierig. Ja, das, was wir jetzt gleich sehen werden, das ist eine Übung, die im Turnen, in der rhythmischen Sportgymnastik durchaus gängig ist, der sogenannte Bogengang. Ne? Aber erstmal kommen wir zu den Regeln für das nächste Duell. Das Bogengang-Duell. Lada, 14 Jahre behauptet, ich schaffe mehr Überschläge mit einem Ball auf meinem Rücken als Artistin Mary Lou Caselli. Lada und Mary Lou haben jeweils 60 Sekunden Zeit, mit einem Gymnastikball auf dem Rücken nacheinander Überschläge zu machen, sogenannte Bogengänge. Dabei wird der Ball auf dem Rücken eingeklemmt. Wenn der Ball auf dem Boden fällt, kann die Übung trotzdem fortgesetzt werden. Aber natürlich wird dieser Bogengang nicht gezählt. Wer mehr korrekte Überschläge schafft, gewinnt das Duell. So, also, ihr dürft setzen. Was glaubt ihr, wer kann das besser? Die junge, hoffnungsvolle, rhythmische Sportgymnastin, die wir irgendwann mal bei Olympia sehen werden und wollen. Oder die gefeierte Artistin Mary Lou Caselli. Alle setzen auf klein. Genau, du gehst auf deinen Platz. Lada bereitet sich vor. Ich nehme das Mikrofon und wir begrüßen an dieser Stelle Ilona Gerling. Liebe Ilona, danke. Schön, dass du da bist. Danke. Wann immer es um Turnen, artverwandte Sportarten, ne? Sportliches geht, was ein geschultes Auge erfordert, bist du dabei. Ja? Konntest du jemals den Bogengang? Ja. Auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Ja, klar. Ich hatte keinen Zweifel dran. Also, ne? So. Ja. So, Sie wissen Bescheid, meine Damen und Herren. So viel zum Thema Gelenkigkeit. Lada, du bist bereit. Klein gegen groß. Auf, los geht's. Los!
Das ist der Bogengang, von dem wir sprechen. Er schafft mehr Überschläge in einer Minute. Das ist natürlich Körperbeherrschung, Beweglichkeit, am Ende auch Kondition, mentale Stärke. Leider noch 30 Sekunden. Sehr guter Rhythmus. Noch 15. Noch 10. Komm, einer geht auf jeden Fall noch. Und der letzte war nicht mehr ganz in der Zeit. Super. Toll, komm runter. Zufrieden? Ja, kannst du sein. Kein Fehler dabei gewesen. Ja. Also, wir gucken. Mary Lou. Musik müsste aus sein. Genau. Bin sehr gespannt. Musstest du dich darauf speziell vorbereiten oder ist das Teil des Programms, was man ab und an macht? Also ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Also aber du hast gut trainiert. Ich hoffe, ich habe genug trainiert. Ja, ich werde mein Bestes geben auf jeden Fall. Sehr gut. Ich nehme das Mikrofon. Auch für dich, Mary Lou. Zeit läuft, wenn der Ball sich in Bewegung setzt. Auch für dich. Auf los geht's. Los. Ah, ein bisschen eine andere Technik. Das ist natürlich auch anatomisch ein Unterschied. So. Noch 30 Sekunden. Noch 15, 10, und die letzten 5. Und lass uns hochgehen. Wenn man euch dabei zuschaut, dann denkt man gar nicht, dass das so anstrengend ist, aber man hat es jetzt am Ende gesehen. Das ist richtig anstrengend, ja? Sehr, sehr anstrengend. Ja, wir haben es gesehen. Ich gebe dir das Mikrofon wieder. Lada, wir schauen auf den Endstand. Wie ist es ausgegangen? Lada 14, Mary Lou 10, damit gewinnt Lada das Bogengang-Duell. Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt erstmal noch mal tolle Bilder zu sehen. Jawohl. So, und alle, die auf Lada getippt haben, und das waren alle 4, also alle 4 Tippgemeinschaften und Einzeltipper, bekommen einen Punkt. Und es bleibt weiter vorne eng. Angelique Kerber, Christoph Maria Herbst und Heino Ferch mit 5 Punkten. Und Lada, die stolze Mama. Und Lada, wir wissen, dass Musik bei der rhythmischen Sportgymnastik eine große Rolle spielt. Und du natürlich auch zu Hause hier und da mal gern Musik hörst oder auch unterwegs. Und dafür bist du jetzt demnächst bestens ausgestattet. Schau mal hier. Das ist deine Boombox. Ja? Wow. Damit kannst du richtig Party machen. Aber das andere hast du noch gar nicht gesehen. Schau mal, was hier vorne auch noch dabei ist. Jawohl. Na? Die gehören da auch noch dazu. Die sind dann eher für unterwegs. Ne? Viel Spaß damit. Ja, viel Erfolg für alles, was vor dir liegt. Weiter fleißig trainieren. Dankeschön. Danke auch an dich, Mary Lou. Viel Erfolg. Ne? Wir drücken die Daumen für alles, was kommt. Auch natürlich für René, für euch beide. Ja? Danke. Dankeschön. Danke. Gleich. Applaus, Applaus oder allein, allein.
Ciao, ich bin raus. Max Giesinger im Deutschpop-Stress. Außerdem Ballgefühl benötigt. Um Gottes Willen. Wie eingespielt sind Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic wirklich? Und jetzt landet Tobias Moretti einen echten Coup? Moment. Der Schauspieler im großen Rinderrassenduell. Lauritz aus Godesberg sagt selber, ich bin ein echter Landjunge. Ja, da, wo er zu Hause ist, da machen andere wahrscheinlich am liebsten Urlaub. Er hat so richtig viel schön Natur um sich herum, ländliche Umgebung. Und er liebt es, sich mit den Tieren auf dem Bauernhof zu beschäftigen. Das Thema für unser nächstes Duell, das sind die Rinderrassen. Und sein Gegner ist Bergbauer und Schauspieler Tobias Moretti. Das ist Lumumba, das ist Pauli und das ist Peter Paul. Und ich bin Lauritz, ein richtiger Landjunge. Und als Landjunge kommt man an diesen Tieren gar nicht vorbei. Für manche sind das nur dumme Rindviecher. Doch Lauritz weiß es besser. Also dumm sind sie auf keinen Fall, sind sehr, sehr kluge Tiere. Das sind schottische Hochlandrinder und die erkennt man an den großen Hörnern und an dem langen Fell. Allein in Europa gibt es rund 120 verschiedene Rinderrassen. Wie kann man die unterscheiden? Es gibt halt spezielle Merkmale wie am Schwanz oder die Füße sind auch meist ziemlich unterschiedlich oder auch das Fell ist meistens rot, braun oder weiß gefleckt. Und daran kann man die halt gut auseinanderhalten. Lauritz wohnt in Hessen. Auf seinem Hof gibt es keine Rinder, aber viele andere Tiere. Das hier ist übrigens mein Zuhause und das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Hier wohnen unsere Hühner und die gehören meinem Bruder Clemens und mir. Das ist unser Hund Fox und der ist übrigens noch älter als ich. Das hier sind unsere Pferde und das hier ist mein Pferd Schari. Lauritz ist sehr, sehr tierlieb, ob Hund, Katze, Hühner und auch unsere Ponys und Pferde. Wir leben halt sehr naturnah. Landleben ist toll, findet die ganze Familie Schäffer. Dazu gehören Hund Fox, Mama Mareike, Journalistin, Papa Marco, Landwirt, Clemens, 9 Jahre alt und natürlich Lauritz, 11. Auf dem Hof gibt es viel zu tun. Ob mit Mama beim Stall ausmisten oder mit Papa auf dem Trecker bei der Feldarbeit. Lauritz ist immer beschäftigt. Eigentlich fehlen nur noch ein paar Kühe, oder? Man sagt ja auch, eine Kuh macht Mu und viele Kühe machen Mühe. Und ich finde die Tiere zwar sehr schön, aber trotzdem möchte ich keine selber halten. Das braucht Lauritz auch gar nicht, denn in der Nachbarschaft gibt es Martin, den Milchbauern. Ach, hallo ihr beiden. Hallo Martin. Ihr habt wieder Milch geholt. Genau. Ja, dann kommt mal mit rein. Viele Kühe und ganz viel frische Milch gibt es hier. Martin kennt Lauritz schon lange. Die Kanne ist voll, jetzt machen wir den Deckel drauf. Vom Kälbchen bis zur Kuh hat er schon immer Spaß dran gehabt. Er ist mit seiner Mutter schon immer als kleines Kind mit ihr unten gewesen. Hier auf dem Hof der Kuckucksmühle leben insgesamt 250 Tiere. Martin kennt sich mit Rindern also bestens aus. Deshalb lernt Lauritz immer viel von ihm dazu. Ja, Lauritz, weißt du denn, wie viel so eine Kuh am Tag frisst? Ich schätze mal so 5 Kilo. 50 Kilo. Oh, das ist eine Menge. So eine Kuh, die wiegt 750 Kilo, die braucht deutlich mehr zu essen und zu trinken wie ein Mensch. Am liebsten schaut Lauritz bei den Kälbchen vorbei. 6 Liter trinkt so ein kleines täglich. Nach 3 Monaten bekommt es festes Futter. Dieses Kälbchen ist erst 2 Tage alt und noch etwas wackelig auf den Beinen. Zum Schluss macht Martin mit Lauritz nochmal einen kleinen Duelltest. Welche von den Kuhrassen kennst du denn schon? Ich kenne eigentlich alle von denen. Und welche haben wir hier am Hof? Hier, die Schwarzbunten. Prima. Und welche hat der Nachbar Meier? Braunvieh und Rotbunte. Na, ganz hervorragend. Lauritz ist bestens vorbereitet. Inne mine Mu, das Duell mit der Kuh, das gewinnst nicht du. Jawohl, Lauritz. Willkommen hier bei uns im Studio. Standesgemäß fährt er vor. Ach, wie schön. Ich liebe das. So,
Hier machen wir aus. Da ziehen wir die Handbremse an. Du kannst abspringen. Kannst schon mal dein Publikum begrüßen. Lauritz, herzlich willkommen bei uns. Ja? Hallo. So, darfst du gerne noch Hallo sagen? Hallo. Hallo. Lauritz, zeig einmal dein T-Shirt. Ach, du bist ein Movie-Star. Ich liebe es. Sehr gut. Schönes Wortspiel. Passendes T-Shirt zum Duell. Und wir freuen uns auf deinen Gegner. Ne? Denn da braucht es natürlich auch einen, der Bescheid weiß mit den Rindviechern. Ne? Genau. Er ist ein beliebter und sehr, sehr bekannter Schauspieler. Aber er ist eben auch ein passionierter und diplomierter Bergbauer. Herzlich willkommen, Tobias Moretti. Hallo, meine Herren. Hallo, nice to meet you, hallo. Hey. Die Ballnummer hätte ich gern von dir gesehen. Ja? Tobias, komm hier zu uns. Ne? Vom Christoph. So, Tobias, schön, dass du da bist. Ja. Euch beiden herzlich willkommen. Na, mit den Rindviechern habt ihr beide eine Passion. Du bist da in der Umgebung aufgewachsen, genau. Wo es viele Tiere gibt. Was habt ihr denn bei euch, wir haben ja gesehen, ihr habt ja einiges bei euch auf dem Hof. Ne, was fehlt noch, was hättest du gerne noch bei euch? Ein paar Ziegen, fände ich ganz schön. Das oder ein paar Schafe. Ja. Mhm. Was musst du denn alles helfen, wo bist du aktiv eingebunden? Also ich mähe gerne den Rasen, müsste mit meiner Mama die Pferde aus oder müsste halt die Hühner aus. Mhm. Okay. Also wirst du aber hoffentlich dafür auch im Taschengeld bezahlt? Mhm. Genau. Nein. Ja? Na, da muss man nicht. Das ist ja schrecklich mit Taschengeld, wenn das schon mal anfängt. Ja, aber man kann ja die Kinder nicht so... Wie war das bei dir? Ja, ich war ein faules Sau früher. Du warst, deshalb muss ich jetzt büßen. Ja. Nein, einfach. Du hast dich ja ganz bewusst für das Leben auf dem Bergbauernhof entschieden, oder? Ja, was soll das heißen? Ich habe halt einen Betrieb übernommen und da sind wir halt seit jetzt über 25 Jahren. Und das ist ja ein großer Kontrast, ne? Auf der einen Seite quasi die Glamour-Welt des Schauspiels, Theaterbühnen, Salzburger Festspiele, große Premieren und auf der anderen Seite zu Hause dann stehst du manchmal mit den Gummistiefeln knietief im Mist. Natürlich, also die beiden Welten, die schenken sich gegenseitig nichts irgendwie, aber so ist es halt. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Bilder, wo wir dich auf dem Hof sehen, dass wir uns mal das anschauen können, wie das aussieht, wenn Tobias Moretti auf der anderen Seite steht. So, kannst du ja vielleicht was zu sagen? Da hast du jetzt keinen schicken Anzug an. Was habt ihr alles an Geräten? Also natürlich Traktoren, Anhänger, was gibt's noch alles? Was fährst du alles da? Mein alter Traktor. Jetzt fahre ich einen Steirer. Wir haben... Schau, das sind die Duchser. Die sind so schwarz. Die Duchsziele alles sind etwas rötlicher. Und wann geht der Arbeitstag dann los, morgens für dich? Ja, wir haben das ein bisschen nach hinten verschoben, das ist christlich. Ja, es ist ja, ein bisschen christlich. Den Rindviecher ist es ja wurscht, die brauchen ja nur einen Rhythmus. Also ob man da jetzt um 7 anfängt oder um 6, ist eigentlich wurscht oder um 7:30. Okay. Braucht einfach nur, die brauchen eine Kontinuität. Mhm. Und sag Tobias, du hast eine richtige Ausbildung auch gemacht, ne? Also bist du jetzt nicht irgendwie als Hobby, sondern du warst wirklich auf... Das ist ein Haupterwerbsbetrieb jetzt. Mhm. Und es freut einen auch, wenn man dann Preise kriegt, weil man, was weiß ich, für unsere Bergzucchini, da haben wir dann Witzigmann-Preis und dergleichen bekommen für das beste alpine Gemüse und so weiter. Und das ist ganz schön und das motiviert auch, weil es ist einfach viel Arbeit. Mhm. Es ist so ein bisschen, wie wenn man plötzlich Kinder hat oder Familie, da kann man nicht mehr zurück. Das ist halt so. Tobias, wir wollen aber... schauen, ne? Wir sind ja heute hier, um uns um die Rinderrassen hier zu kümmern. Ne? Wir haben ja einiges vorbereitet, ne? Und die wollen wir nicht an den Spuren erkennen, ja, sondern an ganz kleinen Ausschnitten. Ne? Ja? Kennst du dich da so richtig gut aus? Das werden wir jetzt gleich sehen. Habt ihr Bauernhoferfahrung irgendwie gesammelt? Ich bin ein klassisches Stadtkind, also ich war schon mal auf dem Land. Natürlich. Ich wohne auf einer alten Landwirtschaft, habe da eingeheiratet, ja. Wir haben auch Maschinenhalle und Traktoren und machen selber Heu. Der Heino ist ein klassischer Kittelbauer, sozusagen. Ein was? Ein Kittelbauer, sagt man bei uns.
Was ist das, ein Kittelbauer? Ich habe einen geheiratet. Ja, ach so. Ein Kittelbauer. Interessantes Wort. Also wenn du dir irgendwann mal neue Visitenkarten drucken lässt, Heino, kannst du draufschreiben, Heino Ferch. Schauspieler und Kittelbauer. Ja, dass du das aufgreifst, das war mir klar. Also, dann gehen wir es an, gucken wir es uns an. Kommen wir zum Rinderrassenduell. Ulrich, Stufe. Da müssen wir hineingehen. Ja. Lauritz hier. Tobias da. So. Das Rinderrassenduell. Aber das ist der Klassiker. Die gibt es zum Beispiel schon gar nicht. So eine. Ah. Das ist eine schwarz-bunte mit Hörnern. Ja, aber die ist auch nur Deko. Lauritz 11 behauptet: Ich erkenne Rinderrassen aus der ganzen Welt nur an kleinen Fotoausschnitten. Besser als Schauspieler und Bergbauer Tobias Moretti. Lauritz und Tobias bekommen abwechselnd Detailaufnahmen von Rinderrassen gezeigt. Nur anhand dieser muss die Rasse benannt werden. Je früher die Rasse erkannt wird, desto mehr Punkte gibt es. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt das Duell. Also, was tippt ihr? Hier. So, ja, die sehen wir gleich, kommt gleich ran, wir müssen mal gucken. Ah, die bleiben. Immer uns voll. Anna und Bastian bleiben antizyklisch. Christoph? Ja. Tobias hat zu viel. Ich glaube, okay, dreimal klein, einmal groß. Werden wir schauen, wie es läuft. Anna und Bastian, bevor wir jetzt hier starten, ihr müsstet euch umziehen, weil wir kommen ja gleich zu eurem Duell. Und ich sage jetzt schon mal so viel, meine Damen und Herren, das sollten Sie nicht verpassen. Okay. Wir sehen uns gleich wieder, ja? Ihr zieht euch schnell um. Tipp haben wir notiert. Lauritz bereit? Ja. Lauritz, hier ist deine erste Aufgabe. Das war's. Der Tobias sieht noch gar nicht, dass irgendwas sich geändert hat. Ich brauche ja Brille. Kann ich sagen? Ja. Das ist ein Normänner. Ein Normänner, sagst du. Wenn das richtig ist, gibt es 3 Punkte. Normannen. Ja, Normann oder Normänner ist richtig. Die ersten 3 Punkte für Lauritz. Erste Aufgabe für Tobias Moretti. Sag's. Ach so, das ist ein Vogesenrind. Okay. Respekt, wenn's stimmt. Es ist ein Vogesenrind. Ah, ein Mann vom Fach. Lauritz, zweite Aufgabe für dich. Das ist ein Bremenrind. Okay, gerade noch in der 3-Punkte, im 3-Punkte-Abteil. Und es ist ein Bremenrind. Stimmt. Wahnsinn, wie viele Rinderrassen es gibt. Indische, gell? Ja. Aber die gibt es bei uns nicht, oder? Nee, ne? Wir spielen ja auch Rinderrassen weltweit. Nächste Aufgabe für Tobias Moretti. Fleckvieh. Gibt es da noch ein... Ich muss mal... Moment. Moment. Fleckvieh, nein. Das ist Pinzgauer. Pinzgauer sagt ja. Lauritz sagt Mist. Ja. Pinzgauer sagt er und es ist... Ja! Ein Pinzgauer! Es bleibt unentschieden. 6:6. Dritte Aufgabe für Lauritz. Das ist ein Obrak. Okay, wären wieder 3 Punkte, wenn es stimmt. Auflösung. Es ist ein Obrak. Schön. Tipptopp, 9:6. Dritte Aufgabe für Tobias Moretti. Was ist das?
Ah, das ist eine Parthenesse. Hm. Und es ist eine Parthenesse, jawohl. Kommt von Parthenon. Das war der Tempel der Athene. Bestens vorbereitet. Musstest du das auf der Fachschule lernen? Also die... Nein, die Parthenesse, das gibt es ja bei uns nicht. Wir haben nur unsere Rasse. Hätte ja sein können, dass man irgendwie alle Rinderrassen auswendig lernen muss, wenn man Fachwirt werden möchte. So, vierte Aufgabe für Lauritz. Wir laufen auf ein Stechen zu. Och. Das ist ein Angus. Ja, genau. Okay. Black Angus, ne? Ah! Ja, super. Das kennt der ein oder andere, der hier und da mal Steak isst. Tobias, deine letzte Aufgabe, wenn du die richtig löst, mit 3 Punkten, gehen wir ins Stechen. Das ist ein Murtaler, anders am Murau. Von Murau ist die. Werdenfelser, Murau Werdenfelser, glaube ich. Murau Werdenfelser, sagst du? Ja, ja. Du bist auch noch unentschieden, oder, Lauritz? Na, Limousin. Es ist ein Limousin. Fuck. Und damit. Ein Limousin. Da werden wir nur so erwarten. Ne? Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch an Lauritz. Ich hab nur so gesehen. Ja, ja, ja. Lauritz, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst das Rinderrassenduell. Bravo. Aber super, beide super gemacht. Echt gut. Ne? War echt gut, oder? Top-Gegner. Sehr gut. Punkte für alle, die auf Lauritz gesetzt haben. Ich hab kein Horn, war kein Horn, war nur das Ohrwaschen. Ja. Guck hier, es bleibt weiter eine enge Nummer. Wir kommen zu deinem Geschenk. Tobias, komm mit rüber. Die Eltern, der Bruder. Hallo. Ja. Hallo, super. Hallo, hallo. Das ist doch super. Hat er super gemacht, gell? Hm? So, Lauritz, und wir wollen schauen. Was gibt's für dich? Pass auf, ich muss dazu sagen, nicht, dass ich jetzt hier den Deckel hebe und du denkst, oh Gott, was kriege ich da? Das ist sozusagen ein Gutschein. Aber das wirkliche Geschenk, das kommt natürlich dann nach, denn du bekommst ein E-Bike. Das wolltest du gerne haben, glaube ich. Ne? Ne? Und das ist so nur die Stellvertreter. Geschenk dafür. Sag mal ganz kurz, weil ich weiß, das aus persönlicher Erfahrung, ich fahre auch ein E-Bike. Warum möchtest du unbedingt ein E-Bike? Also meine Eltern haben sich vor kurzem eins gekauft und mein Bruder will auch eins bekommen. Und ich fahre zwar auch sehr, sehr gerne ohne Motorfahrrad, aber es bringt halt relativ wenig, wenn meine Eltern halt einen E-Motor haben, mein Bruder auch, dann komme ich halt sehr schlecht hin. Das stimmt. Und man kommt ja auch ein Stück weiter oder höher. Oder man ist weniger verschwitzt. Oder es gibt ja diverse Sachen. Man kann ja beides machen. Ja? Genau. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß mit deinem neuen E-Bike. Ja, dir viel Erfolg auf dem Bauernhof und natürlich auch für die nächsten Film-, Serien-, Theaterprojekte. Ja. Ne? Das Netz gab es ja vor kurzem erst. Das kann man natürlich noch in der Mediathek schauen, mal in der ARD-Mediathek schauen. Tolles Ding, ne? Das Netz. Einfach mal reingucken. Lohnt sich mit Tobias Moretti. Schön, dass du wieder bei uns warst, Tobias. Dankeschön. Bleib gesund, auch dir ein gutes neues Jahr. Lauritz, vielen Dank. Und ich sage es gerne nochmal, wenn ihr auch irgendein Talent habt und ihr habt ja heute wieder gesehen, es kann ja alles Mögliche sein, dann lasst es uns wissen, bewerbt euch bei uns. Das sind die E-Mail-Adressen für Deutschland, für Österreich und für die Schweiz. Herzlichen Dank an euch. Ja? Und wir haben noch 2 spannende Duelle. Und jetzt kommt das Duell mit Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. Gleich, die Uhr tickt. Bringt das Musikduell Max Giesinger aus dem Konzept. Und jetzt, Anna Ivanovic lässt ihren Mann hängen. Wie lange noch? Bastian Schweinsteiger unter Druck. Katharina und Daniel aus Köln. Man könnte sagen, wo die beiden sind, ist immer Action. Sie sind immer unterwegs, spielen beide sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr gut Tennis und haben sich lange überlegt, was sie hier bei Klein gegen Großen machen könnten. Heute geht's in die Domstadt. In Köln ist immer was los. Es ist bunt, quirlig und manchmal durcheinander.
Ich bin Daniela, ich bin der Jahreis, mein Spitzname ist Kathi und wir gucken und da kann ich ganz anders in Kiewer gebaut. Stopp. Einer nach dem anderen, bitte. Ladies first. Hallo, ich bin Katharina, ich bin 11 Jahre alt und mein Spitzname ist Kathi. Das ist meine Familie. Das ist meine kleine Schwester Anna, mein Vater Alexander, mein Bruder Philipp, meine Mutter Sonja und das bin ich. Wir haben sehr viele Haustiere. Als erstes kamen unsere Hasen und anschließend kam unsere erste Katze, die Isabella. Und dann kamen halt die Hühner. Ich kuschel auch mit denen und die schlafen auch in meinem Arm und sowas alles. Und haben alle ihren eigenen Charakter. Und jetzt du. Hi, ich bin der Daniel, bin 12 Jahre alt, bin in der 7B und meine Hobbys sind Tennis, Fußball, Basketball und Tischtennis. Und das hier ist meine Familie. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Ich spiele schon seit 6 Jahren Tennis. Ich bin zum Tennis gekommen, weil meine Mutter Tennis gespielt hat, dann hat mein Vater Tennis gespielt, meine Schwester auch. Da habe ich halt auch angefangen. Tennis ist die große Gemeinsamkeit von Daniel und Kathi. Regelmäßig trainieren sie zusammen. Und das verbindet dann auch ihre Familie. Die Verbindung zwischen Daniels Familie und unserer Familie ist halt, es fing, glaube ich, so eher so alles an mit dem Tennis. Ich finde es cool, dass unsere Familien zusammen befreundet sind. Ist auch mehr Action cooler. Auch immer mit von der Partie ist Kathis Bruder Philipp. Eigentlich sind ja Philipp und Daniel so Freunde. Philipp ist ein guter Freund, spielt oft mit ihm Fußball, Tennis, Basketball und Kathi ist oft mit dabei. Und die drei sind sich einig. Hauptsache Action und am besten mit Ball. Hand. Fürs Duell braucht es Teamwork, Mut und starke Nerven. Und trotz der Gegner, Kathi und Daniel, wollen es wissen. Das Schwierige ist halt, dass Kathi Bälle richtig fangen muss. Ist auch sehr schwierig, weil sie kopfüber ist und es ist auch sehr hoch, 4 Meter. Natürlich Schweinsteiger und seine Frau. Das ist natürlich sehr wow. Schon so, das macht einen auch am Anfang vielleicht ein bisschen nervös. Aber ich denke, das geht. Und hier sind die beiden Herausforderer. Hier sind Kathi und Daniel aus Köln. Hallo Kathi, hallo Daniel. Nehmt Platz. So, da wir ja sehen, dass 2 der 4 hier schon Sicherungsgurte tragen, sind offensichtlich die Aufgaben klar verteilt. Ja. Ne? Aber ja. Ihr beide spielt eigentlich, habe ich ja gerade schon gesagt, ihr spielt beide Tennis, haben wir gesehen. Ja. Ne? Ihr seid auch im selben Verein? Yep. Ja. Wie heißt der Verein? Rot-Weiß Köln. Aha, ja. Muss man schon mal dazu sagen, weil die freuen sich natürlich jetzt, wenn sie genannt werden. Ne? Spielt ihr manchmal auch gegeneinander? Ja. Im Training, aber nicht in Turnieren, weil okay. Sie ja noch ein Jahr jünger ist. Und deswegen spiele ich U12 und sie U11. Okay. Exakt. Wie sieht das dann so aus, Kathi, wenn ihr gegeneinander spielt? Oh, das kommt immer so drauf an. Ne? Ja? Ist das halt auch schon ausgeglichen? Oder? Ja, Daniel. Verstehe. Ne? Da möchte Daniel jetzt nicht so gerne drüber reden. Ja. Ne? Daniel, du sprichst ja auch Italienisch. Die Mama ist ja. Italienerin. Ja? Noch mehr Sprachen? Deutsch, Italienisch? Nee, ja. Also ich lerne in der Schule jetzt Spanisch und ja, Englisch. Okay. Und irgendwann möchtest du auch mal auf die große, auf die Profitour? Ja. Ja, da sind Fremdsprachen ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Ja. Und auch sonst im Tennis läuft es, glaube ich, ganz gut in deiner Altersklasse. Ja, okay. Aber das kann schnell gehen. Das kann Anna natürlich sehr gut bestätigen, dass man irgendwann, fängt man irgendwo in einer Rangliste an und plötzlich mit den ersten Erfolgen. Ja, was war für dich so der erste ganz große Schritt, Top 100? Towards professional tennis, you mean? Im professionellen Tennis, naja, es war wahrscheinlich die 250.000 in Japan. Ich habe 16 Matches in 14 Tagen gewonnen und das war der große Schritt. Ja, ja. Du hast natürlich auch, du hast ja auch sehr jung schon angefangen mit dem Tennissport. Wie alt warst du? Absolutely. And I just ja, natürlich. Und ich erinnere mich jetzt dran, als sie es sagen. Wir haben auch Jungen und Mädchen zusammengespielt. Und das ist wirklich schön. Ich habe unter 10, unter 12, unter 14 gespielt. Und dann ja, bin ich Profi geworden.
Kathi, hast du auch schon einen anderen Sport gemacht außer Tennis? Oder machst du heute noch was anderes außer Tennis? Ja, also ich habe mal 2 Jahre lang Hockey gespielt. Mhm. Das hat mir dann aber irgendwie nach der Zeit nicht mehr so viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich komplett dem Tennis gewidmet. Mhm. Und ich spiele auch sehr gerne Klavier. Einmal in der Woche habe ich Unterricht. Und ich spiele jeden Tag so 15 Minuten, 30 Minuten. Ein guter Ausgleich, auf jeden Fall. Ne? Und Bastian, du kannst das natürlich auch bestätigen. Du hast ja auch nicht von vornherein nur ein Fußballtalent gehabt. Ja? Du hättest dich auch in verschiedene Richtungen entscheiden können. Ja, beim Tennis, da ist mir nie ein Durchbruch gelungen. Beim Skifahren war es ein bisschen, ich bin aufgewachsen in den Bergen, ganz südlich Deutschlands. Und mein Vater war auch ein Skifahrer und Fußballer. Und von daher habe ich Skifahren relativ früh gelernt und bin relativ weit auch gekommen eigentlich für mein Alter damals. Ja, die Geschichte ist ja weithin bekannt, ne? Also auch die ganze Geschichte mit Felix und dir, dass ihr zusammen auch bis zur Junioren-Nationalmannschaft gefahren seid. Ne? Und dann gingen die Wege auseinander. Ne? Ja, also es mit Felix, wir sind gleicher Jahrgang, wir sind oft gegeneinander gefahren und ich habe dann das letzte Rennen eben halt gewonnen in Italien. Das war eines der größten Rennen damals und danach habe ich aufgehört und habe Fußball gespielt. Genau, da war er, glaube ich, ganz froh, dass du dann aufgehört hast mit dem Skifahren. Gell? Das weiß ich nicht, aber es war schon sehr viel Spaß. Wir haben auch viel Blödsinn gemacht, muss man auch sagen, aber die Kaiserschmarrn und die Germknödel, die haben wir zusammen gegessen. Immer. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, dann klar, Fußball ist es natürlich am Ende richtig gut gelaufen, ne? Bis hin zur Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft. Mehr geht ja dann eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ja, also es bildet auch ein. Also die ganze Reise meiner Karriere, du wächst ja auch als Mensch, lernst dazu, du lernst viele Leute kennen, du schaust dir von ein paar Leuten auch was ab, von ein paar anderen Leuten weniger was ab und es war eine tolle Zeit, ich habe es sehr genossen, so was Besonderes, vor 80.000 Menschen Fußball zu spielen und ich habe es immer sehr geschätzt. Mhm. Anna, jetzt kenne ich Basti ja nun auch schon ein paar Jahre und weiß ja auch, dass man eben wahnsinnig viel Spaß haben kann. Ja, kann er auch mal ein strenger Vater sein? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Exactly, it's very hard. Genau, das ist schwer, sich das vorzustellen und das ist auch ein Problem. Ja, er macht immer Witze und er ist lustig und das ist auch ganz toll, denn ich bin ein bisschen strenger. Aber es ist wirklich toll, dass er so ein bisschen entspannter ist und er kann eigentlich nie richtig ernst sein. Ist das ein Vorteil, wenn man quasi, wenn beide irgendwann mal eine Leistungssportkarriere hatten, also dass man, versteht man sich dann anders auf anderer Ebene? Ich finde schon, also man hat einfach so ein gewisses Level Verständnis auch für einen in gewissen Situationen und gerade in unserem Sport, ja, wir haben es doch geschafft, bis ganz an die Spitze zu kommen und das ist immer ein bisschen was anderes, als wenn du es vielleicht nicht ganz geschafft hast, weil manche Denkweisen sind da schon noch ein bisschen anders. Mhm. Aber wir haben es immer gemacht, weil es uns auch Spaß gemacht hat und Freude gab. Also man wurde nie gezwungen zu etwas und das hat man dann, glaube ich, auch erlebt in beiden unserer Kette. Jetzt ist ja, in vielen Haushalten ist ja immer ein großes Thema, Mediennutzung im Allgemeinen. Wie sieht das bei euch aus? Naja, wir haben eigentlich die Regel, kein Fernsehen. Die dürfen kein Fernsehen gucken. Außer ein bisschen manchmal so Kinderlieder, wenn sie krank sind. Oder wie heute, wenn sie zu Hause sind und wenn wir sie nicht ins Bett bringen können, dann können sie 15, 20 Minuten irgendwelche Kinderserien gucken. Aber das dürfen sie nicht, wenn wir zu Hause sind. Für mich ist das sehr wichtig. So bin ich aufgewachsen. Wir haben immer beim Abendessen gesprochen. Wir hatten keine Telefone oder Fernsehen dabei. Wir wollen ein Familienleben. Und deswegen haben wir immer versucht, möglichst oft zusammen zu essen und zu kommunizieren. Und Bastian, wie sieht das aus, wenn Anna mal nicht da ist, wenn du mal mit den Kindern alleine bist? That's a good question. Super Frage. Kommt nicht, wir sprechen auf was anderes. Das ist alles erlaubt. Ja, gut, sagen wir, so am Samstagnachmittag um 3:30 kam schon mal vor, dass die beiden neben mir saßen und wir haben Fußball geschaut. Das kommt kann schon ich jetzt nicht verneinen. Ja. Also wir gucken auch mal zusammen. Es sind zwei große Sportlerinnen und Sportlerkarrieren. Und wir werden mal ein paar Bilder anschauen und noch mal schauen, was ihr so alles erreicht habt. Sie sind das Traumpaar des Sports. Stehen für Erfolg, Glamour und Zusammenhalt. Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. Als Kind schwankt der kleine Bastian noch zwischen Fußball und Skifahren. Der sportliche Ehrgeiz aber ist schon früh geweckt. Und was machst du für einen Platz? Was glaubst du denn? Gewinnst du? Erster! Bastian entscheidet sich für den Fußball, macht eine einzigartige Karriere. Mit 18 wechselt er in den Profikader des FC Bayern.
wird beim Rekordmeister genau wie in der Nationalmannschaft schnell zum Spielgestalter und Führungsspieler. Seine Erfolge, absoluter Wahnsinn. 8-mal deutscher Meister. Champions League-Gewinner, Triple-Sieger. 2014 dann der Karrierehöhepunkt, das WM-Finale in Rio de Janeiro. Schweinsteiger spielt sein bestes Spiel, hält die Mannschaft zusammen, spornt sie zu sportlichen Höchstleistungen an. Und Schweinsteiger steht wieder. Also wirklich, wir verneigen uns vor dem. Ein großes Vorbild. Holt mit den Jungs tatsächlich den Titel. Insgesamt 121 Mal steht Schweinsteiger im Nationaltrikot auf dem Platz. 2016 macht er Schluss. Der Abschied des Kapitäns extrem emotional. Es war für mich eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Und auch eine sehr, sehr große Ehre, für euch Fans zu spielen. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Bereits damals an seiner Seite Anna Ivanovic. Auch sie eine Ausnahmesportlerin. Mit 5 steht sie das erste Mal auf dem Tennisplatz, stellt sich schnell als großes Talent heraus. 2008 gewinnt sie in einem spektakulären Match die French Open. Schafft es bis auf Platz 1 der Weltrangliste. Ab 2015 hat sie einen besonders enthusiastischen Fan. Bastian Schweinsteiger. Er feuert seine Anna an, wann immer es geht. Vor 6 Jahren die Traumhochzeit in Venedig. Er hat vorher so cool rumgetan, weißt du, so. Nee, er ist überhaupt nicht nervös. Ey, der hat Rotz und Wasser geheult da vorne. Dann habe ich gewusst, okay, Basti, das ist die Richtige. Inzwischen sind beide vom Spitzensport zurückgetreten. Dem Ehrgeiz tut das aber keinen Abbruch. 2 Sportlegenden und das perfekte Team. Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. Und weißt du, was interessant ist? Dass es immer Bilder gibt, die für immer bleiben. Ne? Der Daniel hat nämlich vorhin noch mal zu mir gesagt, boah, das wird hart gegen die. Den habe ich gesehen, der hat mit Blut im Gesicht gespielt. Ne? Oder? Ja, ja. Ne? So sieht das aus. Ne? Das sind die Bilder, die Kinder dann auch prägen. Ne? Ja, ich meine, wir alle haben das mitverfolgt. Und wir alle werden das auch heute Abend mitverfolgen, was wir jetzt hier vorhaben. Also wir werden Bastian definitiv in einer sehr neuen und ungewohnten Rolle sehen. Ja? Und wir kommen jetzt zu einem wirklich, wirklich spannenden Duell. Sind sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ihr auch, oder? Ihr seid bereit, gut vorbereitet. Lasst uns zum Trapez gehen. Ja. Erstmal hier vorne, wir machen hier vorne noch die Regeln. So, das Trapez-Duell. Katharina, Kati, 11 und Daniel, 12 behaupten, wir fangen mehr Tennisbälle, während einer von uns kopfüber am Trapez hängt und der andere die Tennisbälle zuspielt und sind darin besser als Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. Beide Teams haben jeweils 60 Sekunden Zeit, so viele Bälle wie möglich zuzuspielen, zu fangen und in den Zielbehälter zu werfen. Jedes Team hat 2 Durchgänge. Wer insgesamt mehr Bälle sammelt, gewinnt das Duell. So, also, ihr dürft setzen. Da hängt es. Damit ihr auch genau wisst, worauf ihr setzt. Was glaubt ihr, welches Team hat am Ende in der Summe mehr Bälle im Ziel? Das ist die Frage. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr tippt. So, jetzt müsst ihr ein bisschen zocken, ne? Es sind ja nur noch 2 Duelle. Ihr liegt ja alle 3 punktgleich vorne. Boah. Heino tippt auf euch, auf Anna und Bastian. Angie hat jetzt mal ganz knallhart auf den Erfolg getippt. Und Christoph Maria tippt auch auf die Kids. Dann machen wir uns bereit. Anna und Bastian, ihr geht auf die Plätze, bekommt die Augen verbunden und die Kopfhörer auf. Bastian, erst hinsetzen und dann die Brille aufsetzen, das macht Sinn. Aber du bist keine nicht der Erste, mach dir keine Sorgen. Keine schlechte Idee. So. Ilona Gerling hat die Zielkiste im Blick. Die mitgereisten Familien drücken die Daumen. Bereit? Ja, Kathi? Dann sage ich jetzt, klein gegen groß, auf, los geht's, los! Kathi, bereit? Ja. Dann 3, 2, 1, los!
Bisschen. Oh. Ja, erster Ball gefangen. Ja. Ins Ziel rein. Fuck. Ja. Ah, der war zu kurz. Ja, zweiter Ball. Sehr gut, Daniel. Ja. Ah. Dritter Treffer. Sehr gut. Und jetzt noch ein hinterher. Ist perfekt. So muss es dann optimal laufen. Ja, und noch ein hinterher. Sehr gut. Ah, knapp. Aber den vielleicht. Oh, beide knapp. Ja. Kathi. So, wir haben noch knapp 10 Sekunden. Man pendelt natürlich weniger. Ja, und noch ein hinterher. Ja, sehr gut. Komm, schnell. Ah. Aber guter erster Durchgang. Sehr gut vorgelegt. Gut, oder? War richtig gut. So, dann tauschen wir einmal hier. Anna und Bastian, ihr könnt. Und? Ja. Gut, schlecht? Ja. Zufrieden? Sang nix. Ja. Nein, Pokerface. Okay. So, jetzt. Das ist quick. Daniel, gib mir einen Schläger, den lege ich hier rüber. Da wird gelacht. So, Anna, für dich, genau, die blaue Linie, ne? Stellst dir die Ballkiste dann schön. So, ich muss sie da hin. Die Höhe des Trapez wird eben auch angepasst, sodass beide, sowohl Kathi als auch Bastian, in der gleichen Höhe dann über dem Boden sind. Also Bastian ist 30 cm größer, dementsprechend wirst du dementsprechend höher gezogen. Ich verstehe keinen Mensch. Und Anna ist 2 Meter weiter hinten. Du machst es. Ich löse das aus. Um Gottes Willen. So. Okay. So. Achtung. Oh, geht schon los. Kleines Stück noch. Warst du bereit? Das reicht. Okay. 3, 2, 1. Auf, los geht's, los. Zeit läuft, wenn die Hände von der Trapezstange nach unten gelassen werden. Komm. Komm. Mach, Jung. Mach. Okay. Und Zeit läuft. So. Ja, sehr gut. Ja. Ja, oh, der war gut gefangen. Ja. So, noch ein bisschen weniger als 30 Sekunden. Oh, der war stark. Oh, da hat er stark gefangen. Das nannte man, nennt man wohl einen Glückstreffer. Wie lange noch haben wir denn? Ah, so, die Zeit ist um. It was just a warm up. Ja. Das good war nur ein Aufwärmen. So, wir wechseln wieder. Daniel. Kathi. Brille auf, Kopfhörer auf. Gut. Ihr macht das gut, ihr wart gerade super. So, Musik ist an. Sehr gut, beiden können. Kathi bereit? Ja. Gut. Und dann klein gegen groß die zweite Runde. Kathi, 3, 2, 1 und go.
Ja. Erster Treffer. Ja. Jawohl. Sehr gut. Komm. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Komm, noch einen hinterher. Oh, knapp. Ah, gut, weiter. Tipptopp. Rein da die Bälle. Ja, komm, noch ein. Ah. Oh. Komm, deine. Jawohl. Und rein, und komm, weiter, weiter, weiter. Die letzten 5 Sekunden, die müssen da rein. Sehr gut. Und die Zeit ist um. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal deutliche Steigerung zum ersten Versuch. So. So. Ich bin's nur. Du bist so schreckhaft. Hm? Ach so, Entschuldigung. Hier wird alles wieder zurückgezogen. So, Bastian auf Ausgangsposition. Okay, Bastian hoch. Soweit es geht. Das ist das Unangenehmste hier. Der Teil. Lass los. Bitte. Okay, 3, 2, 1, zweiter Durchgang. Go! Okay, alles klar. So, und runter. Und warte, okay, los geht's. Anna, Zeit läuft. Gleichzeitig. Rein da. Oh, den hat er gut gefangen. Ah, guter Doppelcatch. Beide raus. So, noch. Noch 10. Und komm, spielen, spielen. Und die Zeit ist um. Zeit ist um. Der war. Ich höre gerade, der Cirque du Soleil hat schon angerufen und fragt nach freien Terminen bei dir. Bitte nicht. Muss auf die Kinder aufpassen. Ja, ja. Ja, also, perfekt. Wir holen die beiden dazu und dann gucken wir aufs Endergebnis. Very nice pose. Einmal auch Kathi, Brille ab, Kopfhörer ab. Ich kann so viel schon mal vorwegnehmen. Ein super enger Ausgang. Ja, hier ist das Endergebnis zwischen Kathi und Daniel und Anna und Bastian. Und es ist 25 bei Anna und Bastian. Also ganz knapper Ausgang. Aber ein Duell, was großen Spaß gemacht hat. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ne? Man weiß nie, welches kleine Detail es war. Es sind manchmal, du weißt, wie das in Finals aussieht. Manchmal ist es der Innenpfosten und dann geht der Ball wieder raus. Genau, ne? Genau, und manchmal weiß man gar nicht, wie er reingegangen ist. Ne? Also so diesmal. Aber von beiden Teams tolle Leistung hier, die wir gesehen haben. Und es gibt Punkte für die, die auf Anna und Bastian getippt haben. Es ist nur Heino Ferch und ihr natürlich auch einen Punkt dazu. Oh, Heino Ferch führt mit 7
Und wir gehen alle zusammen rüber. Kommt, wir gucken, was ihr für Geschenke bekommt. Ah. Hm. Super gemacht. Hallo, Rastin. Hallo, Rastin. Hallo, Rastin. So eine große Familie. Ja. Hallo. Es sind zwei Familien. So. Es sind zwei Familien, daran liegt es. Kommt hier rüber, Kathi, Daniel, kommt hier rüber. So, wir haben natürlich auch zwei Geschenke für euch. Ne? Und los geht es, glaube ich, erstmal mit diesem Geschenk für dich, Daniel. Denn das sieht gut aus, oder? Ja. Das ist das, was du wolltest, was du immer gut brauchen kannst. Danke. Sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, bist du einer, der auch mal Schläger zerdeppert auf dem Platz? Nein. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und Kathi, für dich, schauen wir mal, was es für dich gibt. So, liebe Kathi, du bist so gut wie immer auf dem Sprung. Aber du brauchst auch noch das richtige Gerät, um deine ganzen sportlichen Aktivitäten messen zu können. Deswegen schenken wir dir eine Hightech-Fitnessuhr, damit du von jetzt an jeden deiner Schritte und Tritte messen kannst. Viel Spaß beim Auspowern. Danke. Ja? Vielen Dank. Sehr gerne. Also zwei sportliche Geschenke. Viel Erfolg für euch weiterhin. Danke. Ja? Ja. Toll, was ihr heute als Team geleistet habt. Eine tolle Geschichte, ein tolles und spannendes Duell, ja, das wir hier gesehen haben. Vielen Dank an euch. Großen Applaus nochmal. Theo, 11 Jahre gegen Max Giesinger. Pfiffiger Musikfan, der immer den richtigen Ton trifft, gegen Singer-Songwriter und den einen von 80 Millionen. 80 Millionen, die helfen dir heute nicht. Das Duell. Das schnellste Musikquiz aller Zeiten. Wer erkennt in 90 Sekunden mehr Deutschpop-Titel? Und ich singe diese Lieder. Deutschpop für dich, Max. Heute leider ein Flop. Das Musikduell. Und hier sind die beiden. Herzlich willkommen, Theo. Und herzlich willkommen, Max Giesinger. Und dann. Na? Hey, was geht? Hi. Schöne Show. Na klar. Hi. Servus. Ne? Na? Alles gut, wie geht's? Ja, gut, ey. Bin ein bisschen aufgeregt, aber so eine gute Aufregung. Ja, wenn Theo, so Musik bei dir aus? Geht. Auch aufregend. Ja. Ey, da haben wir mal Bock. Ja, absolut. Theo, wie sieht's bei dir mit Musik aus? Was hörst du momentan? Von eigentlich so jetzt Deutschlieder bis alte, ältere Lieder. Okay. Und auch englische Lieder höre ich auch sehr gern. Ja. Breit aufgestellt also. Ja. Das ist gut. Ja. Auch von Max Giesinger was dabei? Ja. Schon, oder? Ja. Ja. Aber nicht nur wegen heute Abend, sondern auch, naja, auch Zoom. So. Okay, also. Das hier, da kann man Kindern nichts in den Mund legen. Okay, okay. Theo, Singen und Musikinstrumente? Also, ich habe mal Schlagzeug gespielt und das will ich jetzt auch wieder anfangen, aber singen tue ich nicht. Okay, und warum hast du zwischendurch aufgehört mit dem Schlagzeug? Weil da hatte ich zu viel um die Ohren. Ich habe auch ein paar viele Hobbys und deswegen. Ah, was machst du sonst noch so? Also, ich spiele Fußball, da bin ich sehr in der Woche ausgetaktet und manchmal spiele ich noch Golf. Perfekt. Wann ging es bei dir mit der Musik so richtig los, Max? Wann ging es bei mir los? Mit 10, als mich meine Mutter zum Gitarrenschnupperkurs geschickt hat mit dem besten Kumpel. Und der Gitarrenlehrer dann in der 7. Stunde, ich weiß noch relativ genau, weil das so ein Gamechanger für mich war, hatte Kuckuck Kuckuck gespielt. Und ich fand das Gitarrenspiel voll ein bisschen langweilig, aber Kuckuck Kuckuck hat mich dann so ergriffen, dass ich dachte, das musst du jetzt üben. Und dann kam ich das nächste Mal zurück und da ging es gerade los mit 5. Klasse, erste Fünfen in Mathe und so schlechte Noten nach Hause gebracht. Und da habe ich da immer Lob bekommen donnerstags. Da habe ich mich immer auf den Hosenbogen gesetzt und geübt. Und da war das so mein Ding. Irgendwann noch gesungen und so. Deswegen, ey, das ist im Schlagzeug, das musst du gerade in jungen Jahren musst du wieder anfangen, weil das lernt man viel schneller. Wenn du damit 25, 30 wieder anfängst, bleib jetzt dran, das wirst du nicht bereuen. Ja. Ist mit allen Sachen im Grunde genommen so. Ne? Ja. Ich muss aber mal eine Sache, Theo, für dich auch nicht ganz unwichtig, müssen wir jetzt wirklich mal klären. Ne? Ich war ja, also gerade so als Jugendlicher, ich war ja immer neidisch auf die Jungs, die singen konnten und Gitarre spielen konnten. Ne? Weil ich hatte ja wirklich das Gefühl, die hatten es ja einfach viel, viel leichter bei den Mädels.
Also, aber du sagst doch, warst doch immer schon Model. Lass uns jetzt weniger über mich reden. Ja? Ich will von dir wissen, ob das stimmt. Ich hatte es immer schwer mit den Frauen, wirklich. Bis ich mich noch mal getraut habe, auch in der Klasse mal vorzuspielen, ich meine Haare ein bisschen länger getragen habe, das mit den blonden Strähnchen aufgegeben hatte. Im Dorf konnte man sich 10 blonde Strähnchen für 10 Euro machen, hat einmal im Monat gemacht. Meine Mutter fand das immer super, aber bei den Mädels kam nicht so gut an. Aber hat schon einen Boost gegeben, muss ich sagen. Ja, komm, so die Jungs, die am Lagerfeuer sitzen, die Gitarre spielen. Habe ich immer gemacht. Das sind am Baggersee, immer doch, Angels, Robbie Williams. Oder es sind doch alle anderen raus. Ja, Wonderwall, ich habe meine 3 Dinger gehabt und dann... Da musst hast du eine Nummer bekommen. Da musst du, Theo, da musst du mal überlegen. Kannst du das Schlagzeug mit am Baggersee nehmen? Genau. Baggersee, vielleicht doch noch mal umschulen. Ne? Das Schlagzeug ist einfach nicht so mobil wie die Gitarre. Ne? Das stimmt. So ein Mini-Trumpset. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall schon mal keine blonden Strähnchen. Das kannst du mitnehmen. Das lassen wir. Ja? Ja. Ja. Du hörst ja wahrscheinlich privat auch Musik. Was ist das dann? Meistens Mark Forster eigentlich. Warst du schon mal auf einem Konzert, so einem richtig großen? Ja, also ich war schon mal bei Ed Sheeran. Mhm. Bei Lea, hier in Fulda. Auch sehr cool, ja. Und bei Mark Forster. Ah, cool. Na ja. hast du ja im Grunde genommen konzertmäßig alles erlebt. Ja. Aber vielleicht, du gehst ja wieder auf Tour? Ja, wir sind im März auf Tour. Ich würde dich jetzt einladen. Also egal, wie das heute Abend hier läuft, wie sehr du mich gleich fertig machst, du kannst gerne mit deiner Family zur Tour kommen. Können ein bisschen Backstage abhängen, du bringst mal ein Schlagzeug mit, dann sagt ihr, zeig dir mal Lars und sagt, genau, schau mal ein paar geile Moves. Mhm. Wärst du dabei? Ja. Ja, guck mal, ist cool. In der Ecke. Ja, guck mal. Cool. Ja. Da haben wir das doch schon mal verabredet. Ja. So, jetzt reden wir aber ausschließlich gleich über Deutschpop, weil das ist Thema des Duells. Komm, wir gehen rüber. Okay. Ja. Theo. Ist der Theo? Das Musikduell. Theo, 11 Jahre behauptet, ich erkenne mehr Interpreten deutscher Popsongs nur anhand kurzer Ausschnitte als Musiker Max Giesinger. Theo und Max haben nacheinander 90 Sekunden Zeit, anhand kurzer Ausschnitte aus dem Refrain deutscher Popsongs so viele Interpreten wie möglich zu benennen. Wer mehr korrekt erkannt hat, gewinnt das Duell. So, jetzt lassen wir mal den Führenden zuerst setzen. Der Führende setzt auf Theo. So. So, jetzt, das ist ein reiner taktischer Tipp, Theo. Das hat nichts mit dir zu tun. Ja. Du nimmst Platz. Max, für dich haben wir den Sessel. Okay. Kopfhörer, Brille. Alles klar. Viel Erfolg, Theo. Danke. Genau. Hock das Ding, ne? Hier, erst die Brille. Okay, ciao, ich bin raus. Max ist raus. Du bist bereit, Theo? Ja. Alles klar. Dann... Das letzte Mal heute Abend. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Theo, Achtung, Musik startet jetzt. Ich hab so viel gehört. Jupiter Jones. Ja. Wir sind Helden. Richtig. Mark Forster und Lea. Ja. Crow. Ja. Pur. Ja. Weiter. Sido, Samra, Nico Santos. Richtig. Cassandra Steen, Adel Tawil. Richtig. Joris. Richtig. Silbermond. Richtig. Annette Louisa. Richtig. Die Prinzen. Richtig. Materia, Miss Platinum und Jascha. Ja. Materia und Jan Delay. Richtig. Ich und ich. Richtig. Namika. Ja. Bowser. Ja. Fanta 4. Ja. Gregor Meile. Richtig. Sido. Richtig. Echt? Ja. Juju Henning Mai. Ja. Grüne Meier. Ja. Laserdien. Ja. Apache 207. Ja. Kraftklub. Ja. Tote Hosen. Au, ich glaube, die Toten Hosen waren kurz nach der Zeit. Damit waren es 25.
Wow, du bist ein richtiges Musiklexikon. Ne? Danke. Toll, toll. Ja, Theo, jetzt müssen wir gucken, was Max Giesinger hier leistet. Max. So, dann auch für dich der Platz an der Bar. Alles klar. Kennen wir ja. Im Hamburger Berg, ne? Bist du bereit? Ja. Auch für dich 90 Sekunden und die Zeit startet mit dem ersten Song. Okay. Los geht's. Ich hab so viel. Trivia Jones. Ja. Wir sind Helden. Ja. Mark Forster, Lea. Ja. Kenny. Crow. Ja. Pua. Ja. Tim Bezko. Ja. Nico Santos, Samra, Sido. Ja. Arne Tawil, Cassandra Steen. Ja. Joris. Ja. Silbermond. Ja. Oh, Annette Louisa, ein toller ja. Song. Prinzen, die Prinzen. Ja. Yasha, Materia, Miss Platinum. Ja. Oh, Materia und Yanni Lay. Ja. Ich und ich. Ja. Amika. Ja. Bowser. Ja. Fanta 4? Ja. Gregor Meile. Ja. Sido. Ja. Oh, echt? Ja. Juju Henning Mai. Ja. Gregor, Grünemeier. Ja. Leif Eldin. Ja. Apache 207. Ja. Ja. Aber, komm runter. Theo, komm mal her. Guck mal, wir haben, pass auf, wir müssen auch hier, komm mal, meine Hand ist alt, so rum. Also, ja? Wir haben auch hier so ein Fotofinish, da müssen wir jetzt mal reinhören. Die letzte Antwort von Max und das Endsignal. Sie machen Fototaschen, platzen nach. Apache 207. Ja. Ja. Der war leider nach Ablauf der Zeit. Also, schade. Also dann ist es ein Punkt weniger. Und wir haben folgenden Endstand im Spiel. Theo 25 und Max Giesinger 24. Jetzt weißt du, warum es so wichtig war. Stark, da hat man schon gut. Danke, geil. Ja. Amtlich. Da schaust du. Ja. Max, dich sehen wir gleich auf der Bühne. Du gehst schon mal rüber. Ja. Machst alles ready? Okay. Wir gucken uns hier dein Geschenk an, Theo. Punkte gibt es dann gleich. Da kommen wir gleich im Finale zu. Super. Bedank dich. Ne? So, Theo, komm ran. Wir haben da mal was vorbereitet. Du bist ja auch Fußballfan, ne? Ja. Ja, welcher Verein? Bayern. Okay. Lieber Theo, für dich gibt's erstmal, das ist nur ein obendrauf, ne? Also das ist nur das, was du brauchst für bald. Du bist ja großer Bayern-Fan, haben wir gerade gehört. Und das freut bestimmt auch Bastian Schweinsteiger, gar keine Frage. Das ist die Fanbox. Aber du kriegst Karten für ein Topspiel in München. Ja, plus Übernachtung mit der ganzen Familie. Also Karten für dich, Übernachtung für die Familie. Und dann ist natürlich auch sicherlich noch Zeit für Sightseeing, wenn ihr schon mal da seid. Ja. Gibt's ja immer was zu entdecken. Danke. Ja? Suchst dir einfach das Spiel aus, wo sie Meister werden. Ja, ja? Genau. Okay. Okay, danke. Dann viel Spaß dir, dann beim kommenden Besuch beim FC Bayern. Wer ist dein Lieblingsspieler? Musiala, der kommt bei uns auch aus der Region. Ah, Jamal Musiala, ja. Super Spieler, absolut. Ne? Also dann euch viel Spaß, großen Applaus nochmal, danke Theo. Und jetzt, wie versprochen, heute Abend bei uns, das Wunder sind wir, Max Giesinger von seinem Album 4, im März geht er auf Tournee. Viel Spaß, hier ist er, Max Giesinger. Ich bin ständig außer Atem, ich komm nicht hinterher. Und diese gottverdammten Zweifel schlagen langsam auf mein Herz. Reise an die schönsten Orte und bin am Ende doch nicht da. Bin am Ende doch alleine. Alles immer schneller, schneller,
Alles muss perfekt sein, perfekt sein. Alles muss höher, weiter als der Rest. Was du suchst, was du suchst, war schon immer in dir. Das Wunder sind wir. Was du suchst, was du suchst, war schon immer hier. Das Wunder sind wir. Das Wunder sind wir. Das Wunder sind wir. Wir sind alle satt gefressen und wollen trotzdem immer mehr. Fühlen uns niemals ganz zu Hause, da bleibt immer dieser Schmerz. Alles immer schneller, schneller. Alles muss perfekt sein, perfekt sein. Alles muss höher, weiter als der Rest. Was du suchst, was du suchst, war schon immer in dir. Das Wunder sind wir. Was du suchst, was du suchst, war schon immer hier. Das Wunder sind wir. Das Wunder sind wir. Das Wunder sind wir. War schon immer in dir, das Wunder sind wir. Max Giesinger, danke schön, Leute. Viel Spaß gemacht hier. Meine Band. Max, komm doch mal zu uns. Das Wunder sind wir von seinem Album 4. Im März geht er auf Tour. Ja, sicher auch in eurer Nähe, seid herzlich eingeladen. Und wir gucken jetzt alle zusammen, kommt ein Stück ran, wir gucken jetzt alle zusammen auf den Endstand im Tippspiel. Wer hat heute hier die meisten richtigen Tipps abgegeben? Wir schauen, wie sieht's aus, der Endstand. Heino Ferch mit 8 richtigen Tipps. Oh. Kann man machen. Heino, wo geht das Geld hin? Das Geld geht an das Kinderhospiz Theotinum in Diesen am Ammersee, die einen unglaublich schweren, harten und hilfreichen Job machen. Ja, ganz wichtigen Job. Ja, 30.000 Euro. Danke. Heino, vielen Dank. Wir sagen aber vor allen Dingen Danke an alle unsere Kids, die heute hier mit ihren tollen Duellen diese Sendung zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Herzlichen Dank, Theo. Danke, Lotti. Lara, Marie, Konrad, Lauritz, Finja. Danke natürlich auch an Kathi und an Daniel und danke natürlich auch an unsere prominenten Gäste. Danke Anna, danke Bastian, Christoph Maria Herbst, Ludwig Treppke, Angeli Kerbe, alles Gute. Danke Heino, danke Marilu und Max Giesinger, vielen Dank. Danke fürs Dabeisein, nochmal ein gutes neues Jahr für Sie alle. Vielen Dank, dass Sie heute Abend zugeschaut haben. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit den Tagesthemen. Wir sehen uns dann natürlich am Montag wieder, wenn es wieder heißt, wer weiß denn sowas hier im Ersten. Haben Sie noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.